Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen, schönen, neuen Stream. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ob das Chat funktioniert. Könnt ihr mal was schreiben? Warte, mach mal einen Punkt. Wow, mein Chat funktioniert nicht. Warum nicht? Das läuft schon wieder. Stream-Chat. Könnte ich bitte den Chat sehen? Nein. Warum auch? Hallo Leute. Ich weiß nicht warum, aber der Chat funktioniert nicht. Das ist doch super. Gefällt mir gar nicht. Warum kann ich nicht sehen, was ihr schreibt? Bäh, ist das nervig. Tja, Leute. Müssen wir jetzt erstmal spielen, ohne dass ich was sehe. Ich hoffe, der Chat fängt es. Ich muss nachher mal aktualisieren. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut, bei Minecraft Society kommt es ja sowieso nicht so sehr drauf an, was ihr schreibt. Das klingt jetzt fies. Aber die, das, was passiert in-game, da kann ich ja sowieso nicht im Chat unbedingt viel kommentieren. So, und deswegen, Minecraft Society ist Live-Roleplay, das heißt, nichts ist gescriptet oder geplant. Wie immer, mein Lieblingssatz. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir gucken mal, was da heute so passiert. Und wir gehen mal auf den Server, würde ich sagen. Aber ihr braucht erst ein Bild. So ist es gut, oder? So ist gut, ja. Auf geht's. Ich aktualisiere noch einmal schnell, gucken, ob der Chat dann geht. Ob Emotes gehen. Nichts geht. Ich kann euch nicht sagen, was da los ist. Egal, auf geht's. Was habe ich das eigentlich jetzt gesagt? So. Oha. Oha. Mein Haus hat sich weiterentwickelt. Also. Kleine Spende für den neuen PC. Lil Esper, danke schön für die 5 Euro. Vielen lieben Dank für den Support. Hallo, aber Louis. Hallo, guten Tag. Wer sucht mich? Louis. Sie sind viel zu laut. Sie müssen sich erstmal ein bisschen leiser machen, bitte. Entschuldigung, Sie. Wir brauchen einen Richter. Ja, aber das bin nicht ich. Müssen Sie, sind Sie eine neutrale Person. Wenn Sie meinen, weswegen, worum geht's denn? Herr Enes hat mich angeklagt, dass ich ein Tierquäler wäre. Für meine Forschungen brauchte ich eine Kuh, damit wir Fleisch bekommen und mehr Kühe erzeugen können. Ich habe ihn angeklagt, da er mich grundlos getötet hat. Ja, das klingt, also, ich bin kein Richter, also ich kann damit gar nichts anfangen. Also suchen Sie sich irgendwen anders, aber ich möchte kein Richter in dieser Stadt sein. Diese Stadt untersteht mir, aber ich bin kein Richter. Sie müssen aber... Nein, es gibt auch noch andere Menschen in der Stadt, es kommen auch immer wieder neue. Wir haben alle gefragt, keiner möchte es machen. Und der alte Mann auch nicht wirklich. Ja, es wird sich wohl jemand finden lassen, aber bei mir seid ihr damit falsch. Oh. Außerdem wäre ich nicht unparteiisch. Wieso? Weil ich den Herrn Enes nicht leiden kann. Deswegen wäre ich niemals unparteiisch. Okay, dann müssten Sie wenigstens einfach so mithören, bitte. Ike, danke für den Reset. Damit nichts aus dem Ruder läuft, dass kein Streit ausbricht. Ja, klären Sie das zur Not mit der Stadtwache, dass sie da eingreift, wenn das Problem gibt. Okay, könnten Sie den alten Mann noch schnell rausholen, weil dann müsste er den... Ich habe den heute noch nicht gesehen. Oh, da, ach, guten Tag. Guten Tag. Ja. Hallo, Hallo. Sie sollen den Richter spielen in der Stadt, habe ich gehört. Ja, ich habe sowas auch schon vernommen, aber also ich weiß nicht, bin kein Richter, also ich bin viel zu... Hey, gehen Sie aus dem Fenster raus! Raus! Ich bin nicht neutral genug. Ich weiß nicht, ob ich hart genug bin. Es wird sich ja wohl irgendein Richter in der Stadt finden. Vielleicht Herr Diamondking oder so? Stimmt, Herr Diamondking oder Herr MV. Die wären hart im Durchgreifen. Genau. Stimmt, ich finde auch. Also der alte Mann, wo ist er hin? Der alte Mann möchte das auch nicht. Sie sollen zu Herrn Diamond King oder Herrn HMV. Ich denke, die beiden greifen so hart durch, dass sie dort locker jemanden finden, der auch Recht sprechen kann in dieser Stadt. Okay. Ist einer denn von den beiden da?
Das weiß ich gerade nicht, sonst müssen Sie warten, bis Herr er da Diamond ist. King habe ich heute schon gesehen. Ja, der müsste da sein. Ja, okay, Warum sind hier so viele danke Leute vor dem Haus? wenigstens. Wollt ihr alle was von mir? Ja, ich würde gerne dieses schwarze Brett, die Zahl. Ich habe die Rechnung schon Herr Diamond gesehen. Ja, King. kommen Sie rein erstmal. Sie nicht! Einer nach dem anderen. Raus! Ja, wir gehören beide zur Baugilde. Ach so, okay, Entschuldigung. Ja, dann kommen Sie her. Wer nimmt die Zahlung entgegen? Ja, ich. Zehn. So. Bitteschön. Dankeschön. Danke. Dann schönen Tag noch. Danke gleichfalls und viel Spaß mit dem Geld. Und ihr seid ganz schön teuer, wollte ich nur gesagt haben, für so ein kleines Ding. Aber Dann lasst das sagen Sie mal so das mal stehen. zu den Bauarbeitern, den Minenarbeiter. Riesenteuer. Es ist echt so schlimm mittlerweile. Ja, Aber die sind für doch so 2 6 viele. Slates, 8 Eisenmünzen. Acht, also, boah. Ja, dann wird es vielleicht mal Zeit, dass jemand eine zweite Mine aufmacht. Das wäre doch mal eine Das darf man Idee. auch mal überlegen. Und der macht einfach billigere Steine. Ich denke, dann werden die anderen selbst auf die. Die sind doch neun Leute. Wieso ist denn bei denen noch keiner auf die Idee gekommen, eine eigene Mine zu gründen? Das weiß man nicht. Das ist einfach nur so eine Empfehlung am Rande, ne? Wenn ihr meint, macht doch was Ja. Eigenes. Ja. Okay. Gut, danke schön fürs Schönen Brett. Tag noch. Bis dann. Ah, warten Sie. Danke noch. Nein, ich sag schon danke fürs Brett. Ich muss mir das erstmal angucken. Ich habe gar nicht geguckt, ob es das wert ist. Oh, das ist nicht mehr nur eine. Rückerstattung. Oh, das ist ja ein Riesending. Das gefällt mir. Also, auch auf der Seite sieht es nicht gleich aus wie auf den anderen Seiten. Das Ja, müssten Sie das ist vielleicht noch richtig so. nachbessern. Aber ansonsten gefällt mir das. Eine sehr gute Infowand. Sehr schön. Dankeschön. Das ist es dann doch wert gewesen. Bis auf die kleinen Baumängel hier links, ne? Das doch korrigieren bitte. Und dann. Das war Direkt darum eigentlich kümmern. Absicht, aber ja. Dann werden wir uns direkt darum kümmern. Ja, super, Dankeschön. Gut. So, Sie möchten noch was von mir? Hallo. Und zwar, ich Ja, habe komm, da. nee, nicht hier draußen, nicht hier draußen. Wir machen klären, das war drin. Oh, warten Sie, ich kann mir erstmal die Schilder wegmachen, die hier keinen Sinn machen. So, wo ist er hin? Ah, da. Womit kann. Ah, Tür aufgelassen. Unglaublich. So, womit kann ich helfen? Ja, Sie wissen wahrscheinlich, dass ich ein Restaurant hier vorne aufmache und habe sogar schon neues Essen gefunden. Und zwar, hier ist einmal so ein Keks. Den habe ich schon mal irgendwo irgendwem zugeworfen bekommen. Dankeschön. Da ist ein Obstteller. Boah, der sieht aber lecker aus. Irgendwas Vegetarisches, also so ein Wrap. Und Chili. Das kann ich aber jetzt nicht alles auf einmal essen. Geben Sie mir das als Kostprobe, dann kann ich das in Zukunft bei Ihnen im Restaurant bestellen, oder wie? Ja, Oh, da freue ich genau. mich drauf. Dankeschön. Ja. Kommt noch mehr was. Ja, ich werde auf jeden Fall bei Gelegenheit vorbeikommen und mir Ihre Speisen anschauen. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Hey, Herr alter Mann, ich denke, ich Ja. brauche auch noch eine Art Briefkasten vorne, dass die Leute mir spenden und tolle Bist Sachen du geben okay? und so. Sie wissen schon, ne? Einfach für Genau, mich. ich bin sowieso, wenn Sie mal kurz rauskommen, noch mit dem Garten dann beschäftigt. Der Herr von der Stadtwache hat sein Dach zur Verfügung gestellt, damit der Garten etwas größer werden kann. Oh, das sieht schon interessant aus. Was wird das? Wird das ein Brunnen? Hier kommt ein Kirschbaum hin und dann kommt hier noch Wasser Ah. herum. Oh, das wird aber schön werden. Oh, ich bin gespannt, wie das irgendwann mal aussieht. Vielleicht sollten Sie mal Ihren Keller gucken, weil dort sind sehr viele Schilder. Deswegen sage ich, im Briefkasten wäre schön. Genau. So, und Hier vorne der sind Keller auch ist schon wieder jetzt. neue Schilder. Ah oh nein, sie Genau. haben wieder meine Sicherheitstruhe verbuddelt. Nein, ich weiß nicht mehr, wo meine Nein, die Truhe ist ist. hier irgendwie. Ah, okay, sehr gut, Dankeschön. So, warten Sie, ich will mir eben das durchlesen, was hier steht. Hallo, Herr Balui, Okay. da wir noch keine Zeit haben, uns kennenzulernen, wollte ich mich vorstellen. Ich bin
einer aus einer Stadt kommt, gerne in Türmen lebe, wenn sie mal Zeit haben. Oh, der darf aber nicht größer bauen als ich. Kommen und lernen sie kennenzulernen. Gezeichnet Palle. Aha, ja. Interessant. Das ist aber eine nutzlose Nachricht. Anstelle, dass er einfach vorbeikommt, soll ich jetzt zu ihm kommen? Nee, so weit kommt's noch. Ah, jetzt geht's hier in den Keller. Genau, und der Keller ist jetzt zu. Oh, viel besser. Zaborgo, danke schön für deinen Sub. Willkommen, meinen unfähigen Feuermagier. Vielen Dank. Das ist noch nicht ganz fertig. Was zur Hölle ist das hier alles? Wo ist mein alter Kellerraum? Das ist ihr alter Kellerraum. Es ist einfach nur, das Treppenhaus ist mitten im Raum gezogen. Oh, okay. Aber was ist denn das hier alles? Hä, was ist denn? So, Herr Louis, Sie agieren also doch mit Mächten. Wir, die dunkle Bruderschaft, haben ein Auge auf Sie. Wenn der Schrei des Volks größer wird und nach Ihrem Leben trachtet, werden wir Sie. Oh. Werden wir Sie was? Ach, da. Zur Abdankung zwingen. Assassinen der Bruderschaft. Hä, ich dachte, ich wäre mit der dunklen Bruderschaft hier mit HMV und Diamond King im Grün. Was ist denn da los? Haben die einen Knall? Lass mir doch nicht meine Stadt wegnehmen. Ich denke nicht. Herr Balui, der Okkult der Finsternis dankt für Ihre Aktion. Ach, das ist. Heißen die alle anders? Verstehe das nicht. Der Okkult der Finsternis dankt für Ihre Aktion. Nun ist unser Mann gestellt. Wir informieren Sie weiterhin über die Geschehnisse der Stadt, gezeichnet DK. Oh, Hilfe. Herr Balui, ich glaube, jemand hat meine Sachen gestohlen. Gestohlen, aha, weil gestern nach unten Herr Grube war. Ja gut. Er war wohl nicht schnell genug. Probleme haben die Leute. Was ist das für ein Kind? Wir müssen aber reden, so schnell wie möglich. Nee. Wenn er nähen ist, werde ich da bestimmt nicht drüber reden. Ah, hier unten. Ah, hier war die Truhe. Oh, da war wirklich jemand. Oder Enes hat sich alles rausgenommen. Keine Ahnung. Ja, sie können das abreißen, das ist schon okay, dankeschön. Und hier ist der alte Aufgang, oder was? Genau, den habe ich mal noch stehen gelassen, weil ich nicht... Ja, wusste, den dürfen sie zumachen, das ist vollkommen in Ordnung, den einfach zuzubauen. Ja, genau, und dann wird das hier noch ein bisschen schöner. Ah, perfekt, sie machen das wunderbar. Dann sagen Sie, kriegen Sie eigentlich zwischendrin vielleicht mal eine Zwischenzahlung für das, was Sie so leisten? Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, habe ich gerade erst einen Deal mit dem Bauernhof gemacht, damit ich irgendwie Essen bekomme, ohne zu bezahlen. Ja, aber Sie haben sich trotzdem mal eine Zwischenzahlung verdient. Nehmen Sie mal an. Ich habe es Ihnen vor Ihre Füße gelegt. Bitte schön. Ich denke, das ist wert. Vielen Dank. Das ist schon mal eine Anzahlung. Dass, naja, je nachdem, wie das Haus nachher aussieht, zahle ich auch deutlich mehr. Okay. Wir müssen unbedingt noch in den zweiten Stock, weil dort kommt noch Ihr Schlafzimmer hin. Und ich weiß nicht genau, wie Sie... Ach, ich habe im Erdgeschoss geschlafen letztens erst. Da konnte man zwar durch die Fenster reingucken, aber besser als nichts. Vielleicht sollten Sie mal... Ich bin gerade einfach am zweiten Stock noch die Raumeinteilung am machen. Hier ist aber ein bisschen gefährlich hier, dass man hier runterfallen kann, ne? Das wissen Sie schon. Genau, ja, das muss ich unbedingt noch... Ah, okay. Sie wissen, ich bin nicht manchmal ein bisschen tollpatschig und so. Ah, und hier kommt... Ah, wow. Und hier dann mein Schlafzimmer. Ja, sehr schön. Ein bisschen zugig, ne, mit den offenen Fenstern. Kommt da noch was rein? Genau. Wobei, hier kann ja keiner reingucken. Unbedingt irgendeine Möglichkeit finden, Fensterläden in dieser Größe zu machen. Oha. Das ist etwas schwierig. Da sagen Sie was. Dafür sieht es gut aus. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Alternative. Apropos, ich muss unbedingt mal mit dem Steinmetz reden, denn ich möchte mal probieren, ob er so einen Stein halbieren kann. Also, dass man dann wie so eine Steinmauer hat. Eine Mauer, ach so, Sie meinen nicht quer, sondern längs halbieren. Genau. Ah ja, das könnte natürlich sein, dass es da eine Möglichkeit gibt, keine Ahnung. Aber Sie wissen schon, dass Sie den Stein auch mittlerweile brennen lassen können, ne? Also, dass der glatter wird und schöner. Also, ich glaube, manche haben damit auch schon gebaut, oder? In der Stadt noch nicht wirklich. Aber das haben wir schon länger rausgefunden. Also, den können sie auch brennen und dann sieht der ein bisschen schöner aus.
Okay. Allerdings aber müsste dann jemand bei der Brennerei da sein und ich weiß nicht, wie da im Moment die Preise sind. Ja, dort sind sie auch. Die Brennerei sind vor allem, die Leute sind vor allen Dingen nicht oft da. Und der Steinmetz ist auch nicht da seit 3 Tagen oder so. Ja, aber wer macht denn dann die Werkzeuge? Warum gehen Aus so viele Leute Spaß. in die Mine, wenn überall in anderen Berufen Leute fehlen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich muss unbedingt sowas herausfinden, wie das geht. Tja, zur Not, wenn Sie es alleine wissen, dann haben Sie auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal als Baumeister. Nun, ich guck mal, was so draußen passiert, ne? Dankeschön. Okay. Viel Spaß. Ihnen auch noch. Danke. Welche Tür ist die richtige? Ene, mene, mu. Und raus bist du. Okay. Wow, das war sogar richtig. Das Bezirk von Schildern in diesem Haus ist nicht gestattet. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, was stand denn hier am schwarzen Brett? Essen, was Sie nicht kennen, wird zum Bauernhof. Okay. Die Stadt von Herrn Sora und Co. wurde gefunden. Nehmen Sie sich weiterhin vor Dieben und Angriffen an. Interessant. Ein Richter. Lunaria, die Abenteurerin und Kundschafterin, nimmt Erkundungsaufträge aller Art gerne an, stets zu Diensten. Vielleicht kann man da seltene Materialien bekommen. Falls jemand ein Mittel kennt, um Bäume schneller wachsen zu lassen, informieren Sie mich bitte. Verdammt nochmal. Oh. Ah, hallo, Herr Diamond King. Abend. Hallo. Was ist los? Ja, dieses blöde schwarze Holz. Kein einziger Baum gibt mir einen Setzling raus. Oh. Das ist nicht gut. Kommen Sie mal, Mama, bitte mit. Nein, gar nicht. Vor allem, weil alle dieses schwarze Holz wollen im Moment. Kommen Sie mit. Bohnen auf dem Weg. Herr alter Mann, Sie gehen mal bitte nicht in den Keller. Ich müsste da mal eben ein Privatgespräch führen. Danke. Endlich erwische ich Sie. Seit 2 Tagen versuche ich Sie zu kriegen oder 3. Und Herrn Ja, HMV ich auch. musste mich leider verstecken. Ja, jetzt mal Butter bei der Fische. Was ist mit Ihren Haaren passiert? Ich Mit Ihrem musste mich Kopf? ein bisschen umändern, damit mich niemand mehr so leicht erkennt. Aber ziehen Sie mal bitte die ganze Rüstung aus. Was ist denn das? Was ist das? Das brauche ich nicht. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen wenig Platz im Ach Inventar. so. Aber warum? Was ist mit Ihnen passiert? Nun, irgendjemand hat Kopfgeld auf mich aufgesetzt und seither werde ich die ganze Zeit verfolgt. Was ist das mit der dunklen Bruderschaft und die Stadt, die Mit beherrscht der werden dunklen soll und so? Bruderschaft, das würde ich ehrlich gesagt auch gerne wissen. Das seid aber nicht ihr, oder was? Nein, Wie wir sind heißt. der Okkult der Finsternis, nicht die Boah, wie dunkle soll man denn das Bruderschaft. auseinanderhalten? Ist beides dunkel. Keine Ahnung. Dunkle Bruderschaft und Okkult der Finsternis. Alter. Aber seit unserem Angriff hat sich da irgendwas ergeben? Ich meine, ihr müsst doch Informationen haben. Ja, ich habe die neue Stadt gefunden. Welche neue Stadt? Die, in der sich der Herr Eigelp, Herr Onichan, Sora etc. alle aufhalten. Leider konnte ich Aber aber noch soweit ich nicht nie weiß, ausfindig machen. ist Herr Eick in einer eigenen Stadt und Herr Sora in einer anderen. Nee, die habe ich beide in der gleichen Stadt erwischt. Machen die jetzt neuerdings gemeinsame Sache? Keine Ahnung, es sieht danach aus. Wissen die noch, wo das war? Ja, weiß ich, aber es ist nicht gerade unbedingt um die Ecke. Boah, eher nicht. Vor allem müssten wir mit dem Boot hinfahren. Oh, Entschuldigung. Das ist gut zu wissen, wenn ich. Also, ich muss das erst mit der Katze besprechen, wenn die mal wieder da ist. So von wegen Mia suchen oder nicht. Also, ich bin da nicht so ganz auf dem Laufenden, ob er vielleicht selber schon was gefunden hat. Die Katze ist beim Möchtegern-Gericht irgendwie Wie, wo jemanden ist denn da? anklagen. Wie möchte gern? Nein, das kann. Ja, Wo? direkt neben meinem Warum Haus. werden Sie nicht Richter? Sie haben doch hier tiefgründige Einblicke und Eingriffe in der Stadt. Ich kenne da jemanden, der Richter spielen möchte, der in der gleichen Organisation ist wie ich. Und wer? Die Katze, die aussieht wie Katze. So, die Katze, wie aussieht wie die orange Katze. Die hat irgendwie einen Trank,
angeworfen bekommen von der Hexe. Seither sieht sie gleich aus wie die andere Katze. Die sehen beide exakt gleich aus. Ja, einfach nur in grau. Ach, grau. Ja, wow. Grau, okay, und dann blau, kann ich sie ja wenigstens ein bisschen auseinanderhalten. Ich muss mir das angucken. Also das, die Gerichtsverhandlung interessiert mich schon. Gehen wir mal da rein. Kommen Sie besser mal mit. Aber Sie sollten Ihre Rüstung wieder anziehen. Und nicht immer so laut in der Stadt rumfluchen, dann erkennt man Sie sofort. Das stimmt. Ihr Akzent ist unverfehlbar. Ich weiß. Abend. Namen. Ort. Hallo. Oh. Was zum? In den Zeugenstand. Genau. Einfach dahin stehen. Wenn Sie jetzt hier eine Aussage treffen, sind Sie das ist nicht euer Ernst. Dass ich ganz doll, also ich glaube, es hackt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr habt nicht das Ding zu eurem Richter ernannt. Ich habe gesagt, ihr sollt euch einen vernünftigen Richter suchen. Und was macht ihr? Ihr holt euch die Katze, die von Recht und Ordnung überhaupt keine Ahnung hat? Kannst du dich hier aufspielen hier als Richter? Was ist denn los mit dir? Okay, aber Louis, wir brauchen einen. Ruhe, Mensch im roten Tuch, wie heißen Sie? Tomboy. Tomboy. Richtig? Okay, und Sie heißen Balui. Sie dürfen sich jetzt küssen. Ich habe Sie eben verheiratet. Was? Du bist ein Priester. Ich habe gesagt, ich möchte den Richterposten nicht, aber das heißt doch nicht, dass ihr jeder der hergelaufenen Katze... Er ist neutral. Er ist ein Idiot. Wenn du nicht mitmachen willst, dann machen wir das zusammen. Sonst wirst du verheiratet. Nein, warte. Haben wir... Da unten wohnt einer. Ich weiß nicht, was der da macht. Was zum Geier? Ich glaube, er zahlt nicht mal Miete. Ah. So, also machen wir das zusammen? Besser, als wenn ich dich das alleine machen lasse. Wenn du das sagst. Also, ich fasse kurz zusammen. Der eine Mensch sagt, der andere Mensch hätte ihn mehrfach umbringen wollen, einbuddeln wollen und hätte ihn verfolgt. Der andere Mensch sagt, der andere Mensch hätte ihn die ganze Zeit geboxt und er wäre ein Tierquäler, der andere Mensch. Und eingebuddelt, das gehört zu meiner Sache. Das gehört zu ihr, ja, das hätte ich mir eigentlich fast denken können, dass sie sich verbuddeln. Ich wurde ermordet von ihm. Dann haben sie es ja noch gut getroffen. Ich würde sagen, wir fangen das von neu an, dass Balouje mehr weiß. Ja, ich wurde schon informiert von Goldschopf da. Okay. Goldschopf? Mensch im Goldi. Weißen T-Shirt, wieder zurück auf deinen Platz, sonst wirst du eingeschläfert. Aber... Ja, also ich kann den Typen da, also ich muss ja, aber, also, hallo? Das Problem ist, Katze, ich bin nicht neutral, ich hasse den da links. Ich weiß, dass sie mich hassen, aber sie müssen neutral sein. Ja, das ist doch okay. Wenn ich merke, dass du nicht neutral bist, dann darfst du einfach nichts entscheiden, okay? Okay, und der da schreit immer so. Die sieht so leise, den kann ich doch auch nichts hier. Der. Geht nicht alle hin. Es ist gerade gegangen. Ja, dann, ich höre mal lieber zu. Wenn Katze Scheiße macht, greife ich ein. Mach du mal. Ja, mach. Okay, also, wo ist denn jetzt unser Zeuge? Ja, wo sind die alle jetzt? Sie können einfach nur weg sein. Ich habe keine besonders... Ruhig, kommen alle weg! Alter, was? Nicht so laut. Was ist die eigentlich für ein Choleriker? Entschuldigen Sie Menschen da vorne. Könnten Sie eventuell Ihre Gesprächsstoffe verlagern? Sie stören eine Verhandlung. Ja. Das wäre sehr freundlich. Ich möchte Sie nämlich nicht verbuddeln müssen. Der andere ist weg. Wie weg? Mein Anwalt ist weg. Aber... Katze, das ist ja ein größeres Fiasko, als ich gedacht hätte. Ich dachte, du hast hier irgendwas organisiert. Ich hab hier was organisiert, dann kamst du rein und hast die ganze Zeremonie gesprengt. Ich hatte die am Anfang schon verheiratet. Darum geht's doch beim Gericht gar nicht. Warum stehen Sie eigentlich da hinten drauf? Wo ist, ist das davon die graue Katze, die vernünftig wäre? Die blaue Katze ist nicht vernünftig. Die graue da hinten. Ist ja auch eine Katze.
Kann ich jetzt gehen? Okay, jetzt mal ganz kurz. Unser Zeuge ist weggelaufen, also möchte ich gerne, dass der mit dem Fellfarbe von mir jetzt nach vorne kommt in den Zeugenstand. Bitte wieder alle auf ihre vorherigen Positionen, sonst werden sie eingeschläfert. Entschuldigung, darf ich... So. Guten Tag. Sie sind sich im Klaren darüber, dass Sie hier jetzt im Zeugenstand die Wahrheit zu sagen haben. Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen sollten, werden Sie zu 3 Tagen unter Wasser verurteilt, ohne Luftzufuhr. Wow, ich sag nur die Wahrheit und mag kein Nass. Das ist schon mal gut. Also, das hier ist eine Katzenstadt. Sie sind ein Zeuge für den Graumenschen in der Sache, dass der andere Mensch doof und böse sei. Ist das korrekt? Und ein Tierquäler. Ein Tierquäler, das ist sehr interessant, das dürfte den da sehr interessieren, der hat nämlich viele Bettwanzen. Dann will ich mal wissen, was haben Sie mir denn zu erzählen zur Situation? Du hast Läuse im Fell. Flöhe. Und Flöhe. Sind auch Tiere. Also, wir vom Bauernhof haben Kühe und der Mensch da hat sich eine ausgeliehen, aber hat sie geschlagen und dann wollten wir die zurückhaben. Und dann ist das Ganze eskaliert. Inwiefern eskaliert? Naja, der Mensch wurde böse und der Herr Enes wurde böse und dann hat der Mensch den Herr Enes geschlagen und dann sind die beide ausgeflippt. Und dann hat der eine den anderen getötet und dann ist ein ganzer Knäuelhaufen entstanden und dann war der Mensch tot oder ohnmächtig und ganz böse sauer. Welche Stadtwache hat den Fall bearbeitet? Der ist da war einer dabei. Der schläft nur hart. Ist es denn wahr, dass Sie, lieber Mensch, der meint, er wäre ein Forscher, Ihre Zeit damit verbringen, Tiere zu schlagen? Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Mit Worten, sodass es versteht. Die Wahrheit. Ja. Da haben wir alle... Vielleicht auch in dieser Sprache, nicht in einer Teufelszunge? Halt, stopp, versuchen Sie es nochmal langsam und deutlich. Hallo. Okay. Also, einige von uns essen ja gerne Fleisch. Ja. Da wir Fleisch brauchen, wollte ich schauen, wie man Kühe vermehrt und mit welchem Essen man sie füttert. Indem sie die schlagen. Sehr interessant. Nein, das Ding ist, eine Kuh folgt ihnen nicht, wenn sie sie nicht einmal geschlagen haben. Ach, ich war auf einem halben Herz. Können Sie sagen, wie wir die Kuh zurückgebracht haben, ohne sie zu schlagen? Ja, das kann ich. Ich habe sie ganz doll gestreichelt und habe ihr Fressen vor die Nase gehalten. Jeder mag fressen. Ja, aber man muss auch... Ja, stimmt. Ich mag auch fressen. Kann ich dich... Hier hast du ein Schild, Katze. Komm, mit dem Schild hinterher, komm. Klappt nicht. Das ist nichts zu essen. Warum sollte ich ein Schild wollen? Siehst du, jetzt mir trotzdem hinterhergelaufen. Ja, weil ich dachte... Du bist auch ein dummes Tier. Die Frage, die vielleicht hier mehr im Raum steht, ist die Sache, hat eine Kuh Gefühle und muss man einer Kuh Gefühle... Ja. Naja. Katze hat doch auch Gefühle. Also eine Kuh auch. Haben Sie mich gerade mit einer Kuh verglichen? Oh, was im Essen? Nein. Man könnte Herr Enes mit einer Kuh vergleichen, da er zeitweise eine Kuh war. Nein, er war stimmt. Er war eine Kuh. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Herr Enes fühlt sich, seitdem er eine Kuh war, mit diesen Tieren einfach verbunden, als wenn es seine Familie wäre. Das ist meine Bertha. Das ist meine Bertha. Darf ich noch was einwerfen? Nein, aber keine Schilder. Keine Drogen im Gerichtsraum, aber wenn Sie was einwerfen wollen, dann geben Sie was ab. Okay. Die Kuh, die der Mensch da mitgenommen hat, die war schwanger und er hat sie trotzdem gehauen. Und dann hat sie das Kind frühzeitig bekommen. Eine schwangere Kuh gehauen, hast du das gehört? Aber es war doch nur eine Kuh. Egal. Wir haben auch Gefühle. Ich möchte Einspruch nehmen. Einspruch. Okay, dürfte ich in Ruhe erzählen. Also... man konnte nicht sehen, dass sie schwanger war. Eine Kuh hat eben einen großen Bauch, wie andere Kühe. Hat Katze auch. Ach so, und nur weil einer dick ist, ist er schwanger, ja? Ja, das hab ich jetzt noch nicht gesagt, aber... Wartet, die Katze ist schwanger? Auf jeden Fall
Ich habe nicht, erstens habe ich nicht gewusst, dass ich schwanger war. Ich habe ihr dann unten in meinem Keller Moment, Moment. Also ich glaube, da liegt auch nicht die Schuld bei Ihnen. Wieso hat der Bauernhof eine schwangere Kuh für Experimente rausgegeben? Die Frau Sagiri. Nein, ich weiß es, sie hat es mir erzählt, ich weiß es. Wir haben sie nicht für Experimente dort. Er hat gesagt, er will sie eine ausleihen und bringt sie wieder zurück. Dann hat die Frau Sagiri ja gesagt. Weil die Frau Sagiri nicht wusste, was er mit dem machen wollte. Lebt die Kuh denn noch? Nein, sie ist tot, ja, oder? Sie lebt. Wir haben sie gerettet. Ja, dann ist doch alles gut. Warum weint ihr denn dann alle so rum hier? Weil er mich grundlos getötet hat. Nein. Haben sie ihn dafür zurückgetötet? Die Quälerei ist nicht grundlos. Sie haben ihn umgebracht, weil er eine Kuh geschlagen hat. Eine Kuh geschlagen? Das ist doch... Geschlagen. Mich geschlagen und mehrere Personen auch. Wer hat sie zuerst geschlagen? Er die Kuh, dann ich sie, wegen der Kuh. Sie haben ihn zuerst geschlagen, bevor er sie geschlagen hat danach? Ja. Nein, ich habe als erstes was die zum Kuh Geier, geschlagen. Was? Er sie, dann nein. Sie ihn und dann die nein. Kuh? Nein, darf ich nicht. Zuerst wurde die Kuh geschlagen. Daraufhin wurde, weil er die Kuh geschlagen hat, der Mensch von dem Mensch geschlagen. Daraufhin hat der Mensch den Mensch zurückgeschlagen. Und darauf hat er ihn getötet. Nein, nein. Genau. Nein, nein. Daraufhin ist der Kampf weitergegangen. Wir haben die Kuh sichern wollen. Und dann haben wir gesehen, dass die Kuh das Kind bekommen hat. Daraufhin wurde ich mehr wütend und habe ihn dann getötet. Okay, das ist für mich jetzt eine einfache Geschichte. Die Zeugen, die noch da sind, hat irgendjemand eine andere Darstellung als der Zeuge, der gerade hier ist? Nein, dann würde ich gerne ganz kurz mit meinem Kollegen sprechen und danach zur Urteilsverkündung wiederkommen. Dürfte ich nur schnell etwas sagen, wenn das Urteil fallen sollte, können einen davon ins Gefängnis sperren, das hier gebaut wurde. Ganz kurz, also ich finde, ja gut, dass die hier getötet wurden, mein Klient. Dass sie sich gegenseitig geschlagen haben, ist ja verständlich, aber dass sie sich dann getötet haben, finde ich nicht so fair gegen meinen Klienten über und das Mord ist mit das Schlimmste, was es hier passieren kann. Wir haben gerade gehört, was gesagt wurde und werden unsere Entscheidung jetzt beraten. Ich bitte darum, dass Sie an dieser Stelle bleiben. Sie sind erlaubt, sich gegenseitig mit der Zunge am Fell zu putzen. Bis dahin das tut kein normaler Mensch. Ja. Studier im Keller, da wo keiner kann. Ich noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen. Ihr dürft jetzt essen und trinken. Kriege ich jetzt eine Kuchen? Danke. Nicht so schnell, Katze, ich bin nicht so schnell. Weiß ich doch. So, dann. Ich glaube, hier gibt es keinen Dalt. Doch, ich habe einen neuen Keller gekriegt. Hallo? Der alte Mann ist noch Hallo, hier. Hallo, alter Mann. Ohren zumachen, alter Mann. Wir müssen was Wichtiges besprechen. Wir sind gerade in einer Gerichtsverhandlung. Wir brauchen unbedingt einen besseren Raum als das Ding immer. Wir müssen uns da noch das was überlegen. Das kriegen wir schon hin. Also, Sie mögen ja den Herrn Ines nicht. Ich bin folgender Meinung. Dadurch, dass zwei Seiten Anklage erhoben können, können wir beide für ihre Vergehen bestrafen. Ich bin dafür, dass der Mensch, der die Kuh geschlagen hat, dafür bestraft werden sollte. Und aber warum? Er hat nur Forschung durchgeführt. Er ist halt nun mal der Forscher der Stadt und dann irgendwas muss er rumexperimentieren. Und damit an Sachen von anderen Menschen draufgehauen. Ja, aber er wenn hat du dir einen Hundi holst und ich das haue, ist das auch nicht okay. Dann muss ich dir sagen, dass ich dein Hundi jetzt haue und bekomme die Erlaubnis. Das Problem ist, Herr Enes hat das schlimmste Verbrechen auf diesem Server begangen. Ja, er hätte, also töten jemanden ist ein absolutes, ja, es ist verboten. Dementsprechend bin ich dafür, dass wir ihn auch mit der höchsten Strafe bestrafen. Moment, lass uns erst dann die einfache. Also erstmal der Goldschopf. Wie heißt der eigentlich? Keine Ahnung. Okay, der Goldschopf, nennen wir ihn Goldschopf. Derjenige hat eine Kuh geschlagen, die hat daraufhin eine Frühgeburt zur Welt gebracht. Was machen wir dafür für eine Strafe? Ich würde fast sagen, der muss 2 Tage oder 3 Tage auf dem Feld arbeiten, um das
wieder gut zu machen, damit er auch weiß, wie das Leben der Kühe ist. Willst du wirklich, dass er auch noch einen Tag ins Gefängnis geht? Aber fürs Kühe schlagen, wirklich? 2 Tage ins Gefängnis. Ich denke nicht. Ich denke, das ist zu viel. 2 Tage auf der Farm arbeiten. Und er muss sich bei der Kuh entschuldigen. Ja, das ist okay. Bei der Kuh entschuldigen, ja. Aber, boah, die Strafe ist schon hoch. Also, ein Tag Gefängnis und zwei Tage Feldarbeit. Ja, ich würde ihn halt nicht so lange wegsperren. Er hat nur seinen Job gemacht. Zwar hat er das gemacht, ohne zu fragen, aber... Ja. Und der bekommt ein Praktizierungsverbot an Kühen. An den Kühen vom Bauernhof? Ja. Er muss ja an irgendwas forschen. Wenn er sich eine eigene Kuh besorgt, ist das okay für mich. Das ist okay, aber er darf es nicht vom Bauernhof. Nein, er darf keine Tiere mehr vom Bauernhof anrühren. Vielleicht macht er das auch gar nicht mehr, nachdem er ein bisschen auf dem Bauernhof gearbeitet hat. Das kann sein, dass er die dann lieb hat. Und zu Herr Enes muss ich sagen, ich glaube, da wird Gefängnis nicht reichen. Nee, meiner Meinung nach muss er am eigenen Leib spüren, was es heißt, anderen Leuten das anzutun. Und ich denke, da sollte auch jemand bei ihm bleiben, der das mindestens 2-mal wiederholt. 2-mal? Oder noch 1-mal mehr? 1-mal reicht. 1-mal und noch 1-mal. Okay, und dann noch? Also... Und wenn Sie sich jetzt bei der Verkündung der Urteile weigern, dann können wir nach Ermessen die Strafen erhöhen. Ja, okay. Dann würde ich losgehen. Gut, dann machen wir das. Du bist ja neuerdings so seriös dabei, was du so sagst. Das ist ja mal was ganz Neues. Da wurde eine Kuh geschlagen und ich habe nicht mal was zu fressen dafür bekommen. Okay. Probleme gibt's. Könntest du mal aufhören, immer durch meinen Garten zu trampeln? Ich habe Straßenkatze. Hat er wieder nicht gehört. Hol bitte lieber Mensch im Roten. Ich habe da aber noch was einzuwenden. Wir waren noch nicht fertig. Das ist zu spät. Ich habe extra gefragt. So. Ich habe noch mehr. Ein Punkt will ich noch ansprechen, mindestens. Dafür habe ich auch einen Zeugen mitgebracht. Ich habe ja, Zeugen extra gefragt. Das hätten Sie vorhin machen müssen, ehrlich. Was soll denn das jetzt? Das betrifft ja nicht den Fall, sondern einen anderen, der vorgefallen ist. Welchen anderen? Dass er von Medikamenten gezwungen wurde. Ja, aber dann müssen Sie das extra nochmal vor Gericht melden und nicht jetzt als... Ach, ich ja. Ja, aber wir können nicht... Was war da denn das Problem? Ich lege mich jetzt hin. Herr Buch, Sie können bitte zurückgehen. Frau Guten Abend. Darf ich schnell einwenden? Gegen das, ich könnte es Ihnen erzählen. Also, das ist die Besitzerin des Bauernhofes. Sie war gestern noch ein Mensch. Heute ist die Stadtwache zu mir gekommen, ob ich ein Gegenmittel hätte. Das habe ich dann gehabt und ja. Eine Flasche Wasser. Das war keine Flasche Wasser, aber egal. Lassen Sie es mir erklären. So, Herr Fuchs, gehen Sie bitte nach hinten. Frau Sakir, gehen Sie bitte vor. Und der Mensch da oben, gehen Sie runter von den Zaun. Also das haben Sie nicht zu entscheiden. Hier, das oberste Gericht sind immer noch wir beide. Ja, Entschuldigung, aber das sind meine Zeugen. Trotzdem rufen wir die Zeugen in den Zeugenstand. Ich habe das ist hier Fall geschlossen. Okay. Sie können jetzt gerne ansagen, weiß ich. Ich weiß nicht. Wie Sie wissen nicht. Was ist denn passiert? Jeder sagt irgendwie, dass ich... Dann ist das unsere bist du unsere Bäuerin? Ja. Was zur Hölle? Deswegen habe ich ein Gegenmittel entwickelt. Herr Balou, ich soll den Vorfall kurz erklären. Sie ist auch eine Katze geworden. Das muss sie erklären. Kurz zusammengefasst, sie hat dunkle Oliven gefressen. Ja. Wieso werden alle Leute in dieser Stadt die Oliven fressende Tiere verwandelt? Was zur Hölle ist los mit diesen Früchten? Bin ich froh, das geht endlich in den vorigen Leben vergessen und ich denke jetzt, sie war immer eine Katze. Das ist bestimmt dein Werk. Ich bin einverstanden. Nein, aber mal ganz im Ernst, was soll jetzt mit Medizin gewesen sein? Ich war auf einer Reise, bin zurückgekommen und da sah ich mehrere Personen vor unser Haus.
Ich dachte, sie wollten was einkaufen, das habe ich aber vor, dann habe ich Frau Sagir gehört, wie sie um Hilfe schrie und weggerannt ist. Dann habe ich mich eingemischt, mit dem Bogen ein bisschen gedroht, dass sie einmal alle Platz machen sollen. Und habe ich mit der Frau Sagir geredet und mit dem Herr Ben. Herr Ben und der Wächter, der gestern auch hier war, wegen dem einen anderen Vorfall, haben gesagt, dass sie Gegenmittel haben. Da Frau Sagir aber das Gegenmittel nicht nehmen wollte, haben sie versucht, sie zu überreden bzw. zu zwingen. Dabei habe ich mich jetzt eingemischt, habe den Bogen gespannt, habe gesagt, sie sollen weggehen. Frau Sagir hatte dann das Gegenmittel von denen in die Hand gedrückt bekommen und die sind weggegangen. Ich habe das Gegenmittel genommen, habe es getrunken und ich bin noch in meiner Kasse, es wirkt nicht. Das bedeutet im Endeffekt, sie haben dieser armen Katze ihr Gegenmittel geklaut. Nein, sie hat es mir gegeben. Nein, ich möchte das einwerfen. Darf ich schnell... Nein, jetzt mal der Zeuge reden. Nicht der Mensch hier, der Zeuge redet. Die Zeugin. Ich glaube, das war Zeuge. Herr Zeugin. Ben, und der hat mich mit einem Bogen abgeschossen, mit einem glitzernden. Da hat genau, das auch noch. Aber wir mögen glitzernde Sachen, wir sind Katzen. Ja, aber ich habe mich damit abgeschossen. Das ist nicht besonders nett. Ja. Warum haben Sie das gemacht? Da war das Gegenmittel drauf. Und dürfte ich was zu dazu hat sie vorher sagen? Eingewilligt, dass sie ihr wehtun dürfen? Hat sie nicht. Nein, aber der Wächter hat es mir erlaubt, dass ich ein Gegenmittel machen muss, sogar. Aber der Wächter gehört, die Katze gehört nicht dem Wächter, der kann das einfach nicht so erlauben. Sie wollen die Katze. Hier gehört gar niemandem irgendwem, außer ihr, mir, alle. Das ist auch nicht richtig. Also, folgendes. Der Anklagepunkt ist später zwischen Ihnen und Ihnen. Sie haben da anscheinend nichts mit zu tun. Doch, ich wurde von Ihnen dann auch mehr was geschlagen. Okay, dann wollen wir. Aber wir haben doch schon die Körperverletzung an ihn und ihre Körperverletzung an ihn mit diesem Verfahren drin. Ich bin ja auch dabei. Ich habe mich ja für die Frau Sagiri da geopfert. Das ist auch sehr lobenswert, dass Sie das gemacht haben. Dann möchte ich Sie bitten, wenn Sie danach, nach dem Gerichtsverfahren hier, je nachdem wie das ausgeht, noch eine Anzeige gegen das Mensch erheben wollen, haben Sie die Möglichkeit dazu. Aber sonst lassen Sie sich bitte nicht von anderen Menschen in irgendwelche Anzeigen verwickeln. Und wenn Sie damit glücklich sind, wie Sie aussehen, weil so hässlich ist das gar nicht, dann seien Sie doch froh. Ich sah nie anders aus. Ja, okay. Katze, jetzt ist es vielleicht was für dich. Sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen? Okay. So, ich bitte nun alle anwesenden Menschen von der Stadtwache, sich anzuziehen. Oh nein, ey, Leute, da! Hallo, da vorne schleichen welche rum in Rüstung. Was, wie, wo schleicht einer rum in Rüstung? Da drüben! Wo da drüben? Da, hinter diesem großen Stein am Gefängnis. Halt, stehen bleiben! Können Sie bitte weggehen, wir haben ein Gerichtsverfahren. Wer ist das? Stehen bleiben! Nicht töten, gefangen nehmen! Stehen bleiben! Halt, stehen bleiben! Wer seid ihr? Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben, habe ich gesagt! Töten ihn! Stehen bleiben, ergeben Sie sich! Ergeben! Ah. Sehr gut. Pass auf, da läuft noch so ein grünes Ding rum. Einer wurde getötet dabei. Wer war das? Einer von uns wurde getötet. Aber hat eine Kiste, dass wir die Sachen gerade aufheben können und ihnen da geben können? Kann es. Ich hab keine dabei. Was zur Hölle war das? Hallo? Ja? Kann es sein, dass er von welchen von anderen Städten kommt? Ich weiß nicht, hat einer einen gefangen genommen? Einen habe ich erwischt. Der wollte sich nicht ergeben, also habe ich ihn getötet. Das waren drei? Ich und Damien wollten Ihnen dann noch was sagen. Ja, wann anders? Betrifft die Person, die angeblich erfüllt wurde. Ich habe mit Herrn Diamond King heute schon geredet. Aber er war nicht in der Stadt. Ja, aber ich habe schon mit ihm geredet. Er hat mir schon was erzählt. Hm. Ich war aber in der Stadt. Komisch. Wir sind da schon eine ganze Weile rum. Das ist echt seltsam. Zurück zum Ines. Ja, halt dich mit. Ja, ich geh wieder zurück.
zurückkommen. Ja, genau. Wer stört denn einfach unsere Gerichtsverhandlungen? Was war denn das? Was zum Essen? Ja, wenn Sie da sind, bekommen Sie was zu essen, Herr Enes. Bin da. Was mein Essen? So, sind beide Angeklagten da? Ja. Ich bitte darum, dass die Stadtwache sich komplett bekleidet, in jeglicher Art und Weise jetzt an das Maß des Gerichts hält. Und ich bitte darum, dass vorher die hier Anwesenden dieses Gericht anerkennen. Erkennen Sie die Entschlussfähigkeit und die Schlussfähigkeit dieses Gerichts an. Ja. Damit werden unsere Entscheidungen in diesem Fall zum Gesetz. Okay. Sind Sie alle damit einverstanden? So sagen Sie ja. 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 Alle Betroffenen sind einverstanden. Haben Sie das auch gesehen? Ja. Ich habe kein Nein gehört. Sehr gut, ja. Also, in dem Fall von kuhgehauener Mensch entscheidet das hohe Gericht, also wegen mir höher, weil ich größer bin als der da, entscheidet das hohe Gericht, dass sie einen Tag dafür ins Gefängnis müssen und 3 Tage mit der Kuh arbeiten müssen. Auf dem Bauernhof Strafarbeit, ohne Lohn oder sonst irgendwas. Nein, der kommt nicht in unseren Bauernhof. Der macht nur was anderes wieder. Zu Ihnen kommen wir gleich. Sie haben gesagt, das Gericht... unseren Entscheidungen nur mit Aufsicht. Das ist in Ordnung. Da Sie beide diese Verhandlung nicht auf Grundlage einer einzigen Anzeige gemacht haben, sondern den anderen Personen jeweils Anzeigen in einem Dualverfahren gestellt haben, sind wir in der Lage, nicht nur einer Person hier Recht oder Unrecht zu geben. Der Fall von Ihnen, die Kuh zu schlagen, ohne die Zustimmung des Besitzers eingeholt zu haben, um diese explizit zu schädigen, verleitet uns dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Schandtat gegenüber der Kuh wieder rückgängig zu machen, indem Sie ihr helfen und dem Feld helfen und Ihre Strafe im Gefängnis absitzen können, um darüber nachzudenken, was Sie getan haben. Wiederum haben wir jemanden unter uns, der das schlimmste Verbrechen, das es in dieser Stadt gibt, begangen hat. Ja, und zwar war das... Herr Enes! Herr Enes! Hallo? Herr Enes, würden Sie uns bitte angucken, wenn wir mit Ihnen reden? Entschuldigung, ich war kurz klassisch auf Fisch. Sie haben das... Fisch. Sie haben das schlimmste Verbrechen begangen, was es in dieser Stadt überhaupt gibt. Sie haben jemanden getötet. Auch wenn Sie jemand anderes dafür verteidigen wollen, aber es war nur ein Tier und Sie haben sich mit jemandem so lange geprügelt, bis er gestorben ist. Okay. Sie werden deswegen das gleiche Schicksal erleiden wie diese Person. Okay. Und dort wird jemand Sie bewachen, wo Sie wieder aufwachen und wird nach Ablauf der Zeit es wiederholen, sodass Sie 2 Phasen des Todes dort verbringen müssen. Darf ich kurz was sagen? Nein. Wir sind gerade dran. Herr Paloi? Was denn? Finden Sie nicht, dass ich auch unrecht getötet wurde? Auf Anmerkung von Ihnen? Das hat aber nichts mit diesem Gerichtsprozess zu tun. Da müssen Sie gegen mich einen Gerichtsprozess führen. Ich habe das aber auch schon alles miterlebt. Ich weiß, wie es ist. Ganz kurz. Sie meinen, dass Sie zu Unrecht von jemandem getötet wurden? Ja. Von uns beiden. Von euch beiden. Und die unsere Stadt verraten haben. Herr Sali, der gerade kommt. Okay, ganz kurz. Das bedeutet im Endeffekt, dass Ihre Strafe gar nicht so schlimm ist, weil unsere Strafen gar nicht so schlimm sind, oder was wollen Sie damit sagen? Dass ich eine andere Strafe haben will. Von mir aus gehe ich auch länger in Gefängnis. Also ich bin kurz davor, ihn aus der Stadt zu verbannen. Wenn ich sogar ehrlich bin. Ich wäre auch ganz außerhalb der Reihe, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie soeben das Entscheidungsfeld dieses Gerichtes kompromisslos angenommen haben. Sie haben sich dazu entschlossen, obwohl Sie wussten, was für eine Möglichkeit folgen kann. Sie haben sich dazu entschlossen, einen Spieler, einen anderen Bewohner zu töten, nachdem dieser gegenüber Ihnen erst einen Gewaltakt ausführte, nachdem Sie mit dem Gewaltakt gestartet haben gegenüber der einzelnen Person. Diesen Ablauf haben wir festgelegt. In dem Rahmen war dieser Tod, den Sie diesem Menschen zugefügt haben, unrechtmäßig und gehört zu Gänze bestraft. Der Tod, den Sie durch uns erfahren haben, war, währenddessen Sie Ihre Aufgabe als Stadtdiplomat klar und deutlich durch das Überlaufen auf eine andere Stadt unterbunden und untergraben haben,
vollkommen in einer legitimierten Weise durchgeführt und wenn Sie damit ein weiteres Problem haben, können Sie das mit einem Stück Holz besprechen. Ich habe Kopfschmerzen. Kannst du das wiederholen? Ja, aber nicht in der Geschwindigkeit, da müsste ich schneller reden. Ja. Ich bin noch einmal der Meinung, Sie werden jetzt zum zweifachen Tode verurteilt. Okay. Sie werden dieses Ereignis wie ein braves Kind, wie eine brave Katze tragen. Wenn Sie das nicht tun sollten oder in irgendeiner Art und Weise mit der Entscheidung des Gerichtes nicht einverstanden ist, da drüben steht der Baum, mit dem Stück Holz können Sie reden. Dürfte ich da noch meine Sachen auflegen? Nein, sonst würde der Tod keinen Schaden verursachen. Das, was Sie verlieren, darf jeder sammeln, so wie er möchte. Dann wähle ich aber, dass keine Person in der Nähe von mir ist, wenn ich den Tod erleide. Das ist kein Problem. Sie werden also nämlich zweimal getötet nach Ablaufen der Zeit. Bedeutet, die Items, die Sie verlieren und die Gegenstände, die Sie bei sich haben, werden in jedem Fall nicht mehr Ihnen zugutekommen können. Darf ich die Person auswählen, die mich töten darf? Nein, das wird durch die Stadtwache durchgeführt. Der erste Tod wird Tod durch Gravel sein. Okay, bin ich damit einverstanden. Dadurch werden die Items nämlich nicht an einer bestimmten Stelle gesammelt, sondern durch alle Winde verstreut. Und in Form der zweiten Tötung würde ich die Stadtwache beauftragen. Ja, ist jemand von der Stadtwache anwesend? Ja. Wir haben nur einen Nebenstock. Ja. Herr Blue Fox ist da, Herr Blue Fox. Sie haben die Aufgabe vom Gericht, sich unten an den Strand zu Herrn Enis zu begeben und dort die 6 Minuten abzuwarten, bis seine Todeskrankheit ausläuft und ihn dann erneut zu töten. Okay. Ich noch eine Frage, nicht zu der Strafe, sondern eine andere Frage. Darf ich sie stellen? Die Frage, ob man eine Frage stellen darf, ist eine Frage, die sich erübrigen würde, wenn man einfach direkt die Frage stellen würde. Okay. Ist es mir erlaubt, ihn von meinem Geschäft zu verbannen? Da Sie der Futterlieferant sind und das Geschäft offiziell Frau Mia gehört, bis mir der Tod von Frau Mia bewiesen ist, und ich, soweit ich des Weiteren davon weiß, diese Person da hinten, der Chef oder die jeweilige Arbeiterin von Frau Mia war, wird es schwierig, einen Kunden nicht mehr anzunehmen. Wenn Sie demjenigen regelmäßig an seine Hausstelle Fressen liefern, sodass er nicht sterben muss, dann haben Sie die Möglichkeit dazu. Aber Sie werden nicht von mir als Richter, ich weiß nicht, wie das der Herr bärtige Mann sieht, als Stadtverwalter, der hat ja gegen mich auch schon mal Sanktionen erhoben. Aber wenn wir beide das nicht entscheiden in dieser Hinsicht, dann sollten Sie diesen Menschen auch ordnungsgemäß versorgen, denn Sie sind der wichtigste Aderbetrieb unseres Dorfes. Wir haben in der Stadt keine andere Nahrungsversorgung. Genauso werden Sie mit dem Herrn Goldschopf 2 Tage, 3 Tage lang auskommen müssen. Und wenn wir davon Streitigkeiten hören, Sie wissen, Sie haben nicht viele Freunde mehr in der Stadt. Ja, ich weiß. Wegen von mir wollte ich euch auch noch mit Ihnen reden. Aber das kann ja nach der Bestrafung warten. Das können Sie auch bitte dann machen, wenn es nicht gerade in unserer Geschichte der Fall sein würde. Ja, nach der Bestrafung. Ich bitte Sie nun, freundlich mitzukommen. Ja. Herr Baloui, dürfte ich meine Sachen noch ablegen, damit, wenn ich sterben sollte? Sie werden nicht sterben, Sie sollen ins Gefängnis. Da kümmern wir uns nicht. Naja, Sie bleiben bitte so lange hier. Okay. Nochmal Glück gehabt. Ja. So. Wo ist die Katze hin? Ach, da. Hier vorne. Reichen? Oder erinnert nur noch eins? Das reicht. Ich habe keins mehr. Wir finden bestimmt noch eins. Okay. Fangen Sie beim Herr Baloui. Dann kommen Sie mal. Ich glaube, am Strand war noch welches. Das kann ich mir gut vorstellen. So, haben Sie noch einen zweiten Gravel? Am Strand war noch welches. Ich hol was. Warte, ich hol was. Hier liegt welches. Hab eins. Dankeschön. Herr Mensch, der böse war. Ja, im Namen der Stadt, die noch keinen Namen hat, soweit ich weiß. Ja. Und den uns gegebenen Amt als Richterposten und krummeligen bärtigen Mann
verurteilen wir sie hiermit zum zweifachen Tode, ausgeführt durch Gravel und eine Stadtwache nach ihrem Wiederauferleben, auf dass sie die Strafe nicht wiederholen sollten und auf viele Fische in der Zukunft. Bitte halten Sie Abstand. Nun, folgt Ihrer Aufgabe. Sie müssen nun zum Strand und aufpassen, dass... Nun, wer möchte, kann sich hier gerne dran bedienen. Ich glaube, Fischis hat er nicht. Nehmen Sie es, verteilen Sie es an die Leute, die noch was brauchen. Mir egal. Ja. Oder lassen Sie es liegen. Oder ist genau. Machen Sie, wie Sie möchten. Es war der Wunsch des Toten, dass es liegen gelassen wird, dass es kein anderer bekommt. Lassen wir es liegen. So, wir müssen noch zu dem anderen Typen. Der muss ins Gefängnis gesteckt werden. Stimmt. Ich muss sagen, irgendwie macht das Spaß. Andere Leute bestrafen. Du sollst nicht immer querfett eingehen. Wozu habe ich Straßen bauen lassen? Schon mal eine Katze gesehen, die sich an Straßen hält? Genug. Welche? Dann sei ein Vorbild und werd die Erste. Guten Tag. Sie sind der Anwalt, stimmt's? Genau. Sie bekommen jetzt von uns die Möglichkeit, Gegenstände, die die Person nicht im Gefängnis mithaben darf oder sollte, dazu zählen Waffen, Möglichkeiten, sich von selbst zu verteidigen, zu und befreien. Möglichkeiten, sich von selbst zu befreien, ebenso wie Rüstungen und giftige Gegenstände, um sich Schaden zuzufügen, an sich zu nehmen. Alles, ich brauchte nur noch Essen. Sie haben Essen? Nein, kein Essen leider. Dafür kann ihr Strafverteidiger sorgen. Okay. Genau. Das kann er ja von seinem Honorar bekommen. Ich kenne den Mindestlohn für Verhandlungen von Strafverteidigern. Wie bitte? Ich habe es nicht ganz verstanden. Eine Kupfermünze bekommt ihr Verteidiger noch von Ihnen für den Dienst, den er heute erwiesen hat. Das sind gerichtlich festgelegte Mindesttarife. Eine Kupfermünze. Natürlich, eine Gerichtsverhandlung ist teuer. Das können Sie dann natürlich ja auch gerne machen, sobald Sie wieder raus sind. Ich glaube, ja, das ist natürlich gering. Naja, es würde sich nicht recht viel bringen, da ich unsere Chest bald das Passwort dann hingeben werde und dann hat er automatisch 3 Kupfermünzen. Das verstehe ich nicht, das ist mir auch egal. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt ins Gefängnis. Yay. Ein Tag. Darf ich oben? Was ist denn das für ein Gefängnis? Ich weiß nicht, ich war ja auch noch nie drin. Wie kommt man denn in die Räume rein? Aufbauen. So, dort bleiben Sie bis... Warten Sie, ich muss mal gerade rausgucken. Wo ist denn hier irgendwo die Möglichkeit, die Sonne zu sehen? Die Sonne geht gerade unter. So, Sie bleiben dort bis zum nächsten Sonnenuntergang. Sie sehen, es wird jetzt gerade Nacht. Und bis die nächste Sonne, also bis die Sonne das nächste Mal untergeht, bleiben Sie in diesem Gefängnis. Und dann, 3 Sonnenuntergänge, bleiben Sie bei der Farm. Und arbeiten dort mit und machen alles, was die Frau Sardingsbums sagt. Sagiri-Sensei. Ach, du ahnst nicht. Sagiri. Ja. Okay. Darf ich auch zurück zu meinem Forschungslabor, um Essen zu holen oder so? Oder irgendwas, was... Ihr Essen wird Ihnen von Ihrem Strafverteidiger gegeben. Das haben wir gerade geklärt. Nein, ich meine nicht hier im Gefängnis, sondern bei der Farm dann. Ich habe nicht zugehört. Was haben Sie gesagt? Ach, egal. Passt schon. Gut, haben wir ja eigentlich... Sind Sie alle Stadtwache? Mitarbeiter hier im Gefängnis? Nein, sind alle neugierig. Haus zu verlassen.
Haben wir denn noch eine Stadtwache, die hier aufpasst, dass er nicht ausbricht? Sie als Anwalt. Was? Gefängnis ist noch nicht ganz fertig. Also. Ja. Das ist noch keine. Herr Anwalt, Sie passen darauf auf, dass er nicht ausbricht. Wenn Sie versuchen sollten auszubrechen, erhöhen wir Ihre Strafe auf den Tod und 3 Tage Feldarbeit. Ich werde ihn nicht ausbrechen. Ja, ist doch super. Ich bin ja nicht böse, so wie Herr Nenes. Aber schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Herr Balui? Ja, bitte? Willst du noch darüber reden, wer dieses Gefängnis bezahlt? Ich habe das Ding nicht in Auftrag gegeben. Das war Herr Enis. Ja, dann wenden Sie sich da an Herr Enis. Er hat hier nichts zu melden. Nein. Und nein, dann nein. Die Stadtwache und dann Herr Wissenschaftler und ich glaube auch Herr HMV. Ich habe eigentlich kein Gefängnis. Aber egal. Ja, also wenn Herr HMV das beauftragt hat, dann kriegen Sie bei Herrn HMV das Geld. Ach gut, okay. Ich war ja aber echt noch nicht drin. Erstmal gucken, was hier unten ist. Wow, man kann einmal im Kreis laufen. Tolles Gefängnis. Da geht's nicht aus. So, das ist für heute geschlossen. So. Wie kann man da bitte ein Gericht schließen, das nicht mal eine Türe hat? Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist noch kein richtiges Gerichtsgebäude. Vielleicht sollte der alte Mann, sobald wir die Chance haben, ein Gericht bauen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ist denn Herr HMV mittlerweile eingetroffen? Wissen Sie das? Der Herr HMV war mal da, ja. Aber inzwischen hat er sich wieder ein bisschen schlafen gelegt. Der schläft verdammt oft als Stadtverwalter. Ja, er ist im Moment ziemlich erschöpft, weil er ganz viele Aufträge hatte und auch noch viele Dinge erledigen musste. Naja gut, dann ist das halt so. Ich bin sozusagen halbwegs eine Stellvertretung im Moment. So, wo ist denn jetzt derjenige, der, wieso wohnt jemand unterm Gericht? Können Sie mir das erklären? Das ist die Person, die ich Ihnen vorhin gesagt hatte. Irgendwie hat die Wirkung des Drangs nachgelassen. Was macht sie hier? Ja, ich wollte mit dem Stadtherren etwas besprechen. Herr Drachenfuchs, Sie habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Kommen Sie mit, Sie sind Gast in meinem Haus. Alleine. Wo ist mein Haus? Waren Sie? Ich habe mich verlaufen. Da. Hallo Katze. Wir haben jemanden, eine Einladung in die Handelsstadt bekommen. Wir haben was viel Schlimmeres gefunden. Das da. Das stinkt. Das kommt aus der Stadt, wo Sora und so hin ist. Ich denke, wir haben was mit reden mit ihm. In unserem Keller. Oh, toll, wieder in den Keller, ey. Gleich wieder da. Danke für die Fischis. Alleine der Herr Drachenfuchs. Nur Herr Drachenfuchs folgt mir. Kein anderer. Ja, also. Herr Exali will bestimmt eh nur wieder Geld haben. Ach so. Tut mir leid, dass wir im Moment so stören müssen, Herr alter Mann. Kein Problem. Ist ja Ihr Haus. Ich finde das Muster auf dem Boden ziemlich hässlich. Hast du gerade gesagt, der Boden ist hässlich in meinem Haus? Verdient. Herr Drachenfuchs, Sie sind ja mit Herrn Onichan und Herrn Sora aus der Stadt gegangen. Ja, das ist richtig. Wissen Sie etwas über den Verbleib von Frau Mia?
Ja, davon weiß ich etwas. Warte, was? Ich weiß, wo sich Frau Mia aufhält. Wo? Wir suchen sie schon so lange. Sie befindet sich in der Obhut von der dunklen Bruderschaft. Die meinen diejenigen, die mir hier die ganze Zeit schildern, mein ganzes Haus? Was hast du gemacht? Und ich habe schon... Oh, okay. Ich habe schon gehört, dass einige von ihnen angegriffen haben. Wir wurden von Leuten aus der dunklen Bruderschaft anscheinend des Öfteren angegriffen. Immer wieder sterben Leute in unserer Stadt. Ständig. Ja, das sei... Ich muss Ihnen leider sagen, ich bin einer der dunklen Bruderschaft. Ich möchte Ihnen gerne eine Botschaft übermitteln. Nicht schießen. Doch, reden Sie ruhig weiter. Von wem? Wir haben einen Auftrag erhalten, jemanden umzubringen. Wen? Herr Diamond King. Und das hatten wir Kommen heute wir dann näher vor. Zurück? Sie, mit Ihnen beiden haben wir auch noch was vor. Aber Sie werden... Das ist nicht nett. Ich will nur Frau Mia zurückhaben. Sagen Sie, dass es Frau Mia gut geht. Es geht ihr gut. Ist sie... Sie werden sie bald sehen. Wie, wir werden sie bald sehen? Warum? Wie? Kommt sie wieder zurück? Wir laden... Ja, ich komme zurück und möchte Ihnen dann eine Einladung aussprechen. Und vorher müssen Sie einen Diamond King töten? Das ist ein Auftrag. Das hat andere Gründe. Das heißt, das waren Ihre Leute vorhin in der Stadt? Ja. Vielleicht sollten Sie das nächste Mal die Waffen niederlegen, bevor Sie umgebracht werden. Naja, soweit ich gesehen habe... Wurden sie schon angegriffen, bevor sie überhaupt etwas tun konnten? Na, soweit ich das gesehen habe, haben die heimlich einer Gerichtsverhandlung aufgelauert, wo die halbe Stadt versammelt war. Und als wir auf sie zugelaufen sind, haben sie nicht mit uns geredet, sind direkt weggerannt und haben sich gewehrt. Das ist nicht unbedingt das Verhalten, was man erwartet. Kannst du die Finger von meinen Kisten lassen? Wenn man nichts zu verbergen hätte, würde man nicht wegrennen. Was erwarten Sie? Wir haben Krieg mit der Möchtegern-Handelsstadt, oder, naja, also... Ja, mit denen haben die haben unser Versteck auch schon gefunden und wir möchten sie auch gerne töten. Also sehen Sie... Auch weg haben. Also ist es... Aber Frau Mia geht es gut, sagen Sie, das ist ja immerhin schon mal etwas. Und ist sie freiwillig bei Ihnen? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Das werden Sie in die... Katze, was machst du hier? Gar nichts. Wie sieht das denn aus? Abstrakte Katzenkunst ist das. Das ist keine Katze, das ist Katzenkunst. Oh. Was möchten Sie dann genau hier? Warum sind Sie hergekommen? Warum wollten Sie was von uns? Also was wollen Sie von mir, besser gesagt? Naja, erst vorher war der Auftrag, der Diamond King zu töten. Danach dachte ich mir so, wenn ich schon hier bin und meine Leute gestorben sind, möchte ich vielleicht ein Bündnis vorschlagen gegen die Handelsstadt. Mit den Entführern von Frau Mia verhandle ich nicht. Die werden gefressen. Das könnte ich mit wir werden sagen, erst mit ihnen über sowas verhandeln, wenn wir wissen, dass Frau Mia gut geht oder dass sie hierher zurück kann. Zurück kann sie jederzeit. Das ist doch eine Lüge, sonst wäre die nie weggegangen. Ihr hat es ihr sehr gut gefallen. Nur Herr Unschan und Herr... Ich weiß nicht, wer da so Theater gemacht hat. Hörst du jetzt auf? Aua. Es scheint dir Spaß zu machen. Der alte Mann muss das alles wieder aufräumen. Hör auf damit. Nein, muss er nicht. Jetzt sieht's aus, als hätten wir hier gekämpft und wir können ihn einfach umbringen. Sie wissen schon, dass meine Leute davon mitbekommen. Und sie wieder Nein, hier unten im Keller hört uns keiner. Das ist das Schöne an dem Keller. Deswegen sind wir immer hier unten. Verteidigen werde ich nicht. Versuch's doch. Ihr Bogen glitzert, das ist unfair. Sehen Sie? Wir lassen Sie gehen, wenn Sie uns Ihre Rüstung geben als Zeichen des guten Willens. Dann glaube ich Ihnen auch. So, jetzt lassen Sie mich gehen. Sie haben da draußen nicht viele Freunde mehr. Sie haben uns im Prinzip im Stich gelassen. So, mir nichts, dir nichts verschwunden. Und auch noch Frau Mia mitgenommen. Sie war die Versorgung für die ganze Stadt. Im Prinzip hasst die ganze Stadt diejenigen, die gegangen sind.
Das ist uns bewusst. Aber sowas bin ich entwöhnt. Ich meine, ich bin schon geschrieben worden. Und ich habe mir gedacht, es reicht langsam. Es wird Zeit für Rache. Aber Rache naja, gegenüber wem? Wir haben gar nichts gemacht. Hält der Menschheit. Zählt die Rache Ach, gegen ja, da uns? Da bin ich vollkommen mit dabei. Ja, da bin ich nicht betroffen. Hä? Ups. Also, die Rache gilt auch gegen mich, gegen uns, gegen meine Stadt hier oder nur ja. gegen Herrn Diamond King? Momentan nur gegen Diamond King. Sie wissen aber, der dass... Hat der geschafft, zum Repräsentanten der Menschheit zu werden? Herr Diamond King ist nun mal einer der führenden Leitposten dieser Stadt, genau wie Herr HMV. Das heißt, ein Angriff... Er ist einer der führenden Leitposten. Herr Diamond King ist eigentlich, steht eigentlich unter meinem Schutz, weil er ein Angriff gegen Herrn Diamond King ist wie ein Angriff gegen die gesamte Stadt. Wenn ihr das macht, müsst ihr mit der Rache der gesamten Stadt rechnen. Das ist uns selbstbewusst. Warum macht ihr das dann? Wie soll ich denn dann bitte schön noch neutral mit euch verhandeln, wenn ihr vorher die ganze Stadt gegen euch aufbringt? Ja, aber Frau Mia... Bezahlung ist Bezahlung und Diamond King soll sterben. Unser Motto ist, wir stellen keine Fragen. Wir machen nur die Drecksarbeit. Was machen wir jetzt, Katze? Sollen wir ihn einfach gehen lassen? Du hast den anderen damals einfach gehen lassen. Man hat uns ja nichts getan. Er hat uns sogar Zeug gegeben. Also... Gehen Sie, nehmen Sie, ich vergesse das, was Sie gesagt haben mit Herrn Diamond King, das ist Ihr Bier, aber denken Sie dran, wenn Sie Herrn Diamond King töten, werden Sie den Hass der Stadt auf sich ziehen. Nur so, am Rande, also da dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie beim nächsten Mal, wenn Sie diese Stadt betreten, eventuell sofort getötet werden. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Nur wie soll ich dann bitte schön ein Bündnis aushandeln? Oh, das ist alles so verworren. Sie bereiten mir echt massive Kopfschmerzen. Ich meine, das Bündnis ist, falls Sie mal jemanden um die Ecke bringen wollen, ich wäre Ihr Mann, Fuchs. Vielleicht sollten wir ein Enes noch ein paar Mal öfters töten lassen. Das könnte ich hier übernehmen. Nein, ich glaube, ein Tod ist nicht gut genug. Können wir das regelmäßig machen? Vielleicht sollten wir Herrn Enes entführen lassen. Stopp! Die können uns hören, wenn wir sie hören können. Da belauscht uns einer. Geh weg, Mensch, oder ich beiß. Wer ist da oben? Keine Sorge. Und Frau Mir, ihr geht's gut? Ganz sicher? Geht's wirklich gut. Und Sie sind nicht böse und ich muss Sie später nicht deswegen umbringen? Nein, ich glaube, du wirst später eher Was wollen Sie? Ich möchte gar nichts. Warum stehen Sie vor meinem... Ich habe nicht viel. Deswegen bin ich hergekommen. Was machen Sie hier? Hier ja, nur weil jemand gerade eben dieses Schild geschrieben hat. Welches Schild? Ines. Hallo, das ist da steht. Hallo. Ich muss kurz... Wir erwarten ich glaube, das wird Sie dann bei erfreuen. Uns. Gezeichnet ist die alte Handelsstadt. Ach, wir sollen zur alten Handelsstadt. Ah... Der hat mich vorhin gefragt, ob ich die mit euch besuchen möchte. Ja, warte, wir müssen erstmal unseren Besucher verabschieden. Danke, hab ich gesehen. Ja, das stimmt. Benehmt euch. Herr Drachenfuchs ist zurzeit unter meinem Schutz hier. Hä? Wir verstehen uns ganz gut. Ah, also man weiß nie. Er spricht ja auch unsere Sprache. Nun dann. Herr Drachenfuchs, ich empfehle Ihnen, den direkten Weg nach Hause zu nehmen. Passen Sie auf, dass Ihnen keiner folgt. Und wenn Sie dann das machen wollen, was Sie machen wollen, dann kommen Sie wieder. Sie wissen schon, wovon ich rede. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
wir dann jetzt zu den anderen gehen? Ich weiß nicht. Irgendwer, der Sorgenhorn, der Exali will wieder nur Geld von mir. Am besten gehen wir sofort. Nein, das stimmt nicht. Mir wurde Geld gestohlen. Oh, warte, was? Mir wurde Geld gestohlen? Zeigen Sie mir mal ganz genau, wie viel gestohlen wurde. Gestohlen. Ja, aber wie haben Sie die nicht in den Sicherheitstruhen verpackt? Doch, das ist ja das Lustige. Und zwei Leute kennen den Code. Also ich und noch einer. Ja, dann würde ich mal Ihren Partner verdächtigen, wenn Sie sagen, ich dass wurde ihn gestohlen. Ich habe ihn schon umgebracht. Der hat keine Münzen dabei. Der und wenn er sie in eine eigene Sicherheitstruhe gepackt hat? Er hat keine. Das ist ja gerade das Lustige dran. Halt, ich glaube, Sie haben einfach Ihren Kollegen umgebracht, ohne großes Verhandeln? Bei Geld bin ich skrupellos. Nein. Wollen Sie was? Wollen Sie jetzt von mir? Brauchen Sie eine neue Sicherheitstruhe, weil Sie... Nee, ich werde nicht von Gregor getötet. Dann eben durch den Bogen. Und nicht durch den Bogen. Hey, ja, Sie, warum... Ey, da steht das verboten, Schilder hinzusetzen. Was soll denn das? Sie können doch reden, ich habe Sie doch vorhin gehört. Herr Belui? Ja. Das mit dem Verbotsschild war ich. Ich finde das sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, okay. Ach, alter Mann? Ja. Leuchten die immer ein bisschen, wenn es geht, aus? Ich hatte letztens ein bisschen ausgeleuchtet, hier kamen diese Kreaturen auch her. Aber, Herr Belui, ich habe letztens das gestohlen. Sondern hier unten wurden mehrere verschiedene Steine gestohlen, Steinkarten, dann wurden Rüstungen geklaut, Schwerter, Spitzhacken, alles. Kommen Sie mal mit hier hinten hin. Keine Spitzhacken mehr. Ja, das ist ja gerade das Komische. Also, das Problem ist, Sie haben 9 Mitarbeiter da unten in der Mine. Nee, mittlerweile nicht mehr. 9 und davon sind auch noch 2 Praktikanten. Wie können Sie denn sicher gehen, dass die Leute nicht an Ihren Sachen waren? Weil die den Code nicht von mir bekommen haben. Ja, aber sie haben doch die Wehrsteine und Spitzhacken nicht in den gesicherten Truhen, oder doch? Teilweise ja, teilweise nein. Ja, dann würde ich halt sagen, würde ich vermuten, dass jemand ihrer Leute einfach da dran war. Vielleicht die Werkzeuge unter der Hand verkauft oder die Steine unter der Hand verkauft, um das Geld selber zu behalten. Und dann auch noch mein Geld geklaut. Das ist ja echt lächerlich. So eine Frechheit. Ja, also, Sie können gerne die Stadtwache drauf ansetzen. Vielleicht kann die kann die Leute befragen und ihnen dabei helfen. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll in so einer Situation. Also, wir müssen sowas auf jeden Fall im Auge behalten. Ich wollte nur vorwarnen. Ja, danke schön. Teilweise, dass Leute echt krasse Sachen klauen. Das ist schon heftig. Nun, Sie müssen halt wirklich mal überlegen, bei so vielen Mitarbeitern wie, also ich hätte Sorge, wenn ich so viele Mitarbeiter hätte. Bei mir haben 3 Leute aber nur Zugriff auf die Sicherheitstruhe. Eindeutig 3 zu viele. Nein, einer davon bin ich. Ja, dann sind 2 zu viele. Sie vertrauen vielleicht den falschen Leuten. An die Sicherheitstruhen könnte höchstens noch jemand drankommen. Nein, die Leute, die das klauen, schaden ja der Gilde. Also das gehört der Gilde, das Geld. Nicht ja, gehört ihrer Gilde. Dann schadet er im Prinzip ihnen. Ja, so halb. Wieso halb? Mir schadet er nicht damit. Katze. Digga, Moment. Vorwärts! Ihr habt sie doch nicht alle. Das Landboot. Es ist das gleiche Boot, wie das du im Wasser setzt. Nur, dass du es aufs Gras setzt. Herzlichen Glückwunsch. Das Torgonaz. Oh, cool. Ich sag Ihnen eins, wenn Sie das weitermachen, dann machen Sie die Beleuchtung nachher wieder hier hin. Bringen Sie auf, los! Hey! Mein Boot! Das ist meins! Okay. Also, das ist eine gute Warnung. Ich danke Ihnen dafür. Und, kein Problem. Ja, Katze und ich gehen jetzt auf Wanderschaft. Wenn jetzt keiner mehr noch irgendeine Sorge hat hier. Herr Baloui, das können wir jetzt mal reden, aber wie sieht es mit der Vergütung für die Stadtwache eigentlich aus? Naja, holen Sie sich das Geld von den Bürgern der Stadt. Sie schützen die Bürger in dieser Stadt, also können Sie sich das Geld von denen wiederholen. Okay. Versuchen Sie es mal. Mal gucken, wer freiwillig Schutzgebühr zahlt. Oh,
da liegt Geld. Oh. Nun, wenn aber keiner bereit ist, Geld für den Schutz und Sicherheit der Stadt zu bezahlen, dann müssen Sie sich natürlich nochmal bei mir melden. Ja, machen wir irgendwie auch später erklären. Herr Typ mit dem orangen Kopf, Sie haben doch vorhin bei der Gerichtsverhandlung schon geredet. Können Sie auf einmal nicht mehr reden? Wir sind auf einmal schüchtern geworden. Herr Balui? Ja? Der Gefangene, darf er jetzt raus oder muss er... War der erste Sonnenuntergang? Ja, dann darf er raus und darf er jetzt 3 Tage auf dem Feld arbeiten. Okay, gut, dann lass ich ihn raus. Ja, danke. Halt, stopp. Wieso ist dann Herr Enes gerade an uns vorbeigelaufen, wenn er nach 6 Minuten nochmal hätte 6 Minuten warten? Das ist schon passiert. Ich glaube, diese Tage gehen hier ein bisschen länger. Kann das sein, dass Herr, der im Gefängnis länger drin war, als er hätte sein müssen? Vielleicht war er 2 Nächte drin. Ich glaube schon. Ich glaube, der hat nicht den Sonnenstand beobachtet. Naja, schadet nicht. Wie gesagt, ich habe ihn einmal, ja. Okay, und Sie haben aufgepasst, dass die zweiten 6 Minuten abgelaufen sind. Das nicht, aber er hat ja die Nach... Ja, er hat die Nachwirkung. Katze, hör doch mal auf! Vielleicht kann er nicht reden und möchte uns was schreiben. Katze! Du bist eine böse Miezekatze. Nein. Doch. Nein. Jetzt hast du ihn traurig gemacht. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja. Ach, dann lass uns zur Handelsstadt gehen. Ja. Herr Raufuchs, überlasse den Schutz der Stadt Ihren Händen. Okay. Viel Erfolg. Danke. Brauchst du Marschverpflegung? Hast du genug? Ich möchte noch genug haben. Außerdem haben die gesagt, dass die noch Fischis für mich haben. Okay. Au! Nee. Wer hat denn hier die Treppe kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Wir hätten Herrn Drachenfuchs mal fragen können, was mit seinem Grundstück hier ist, was er hier stehen gelassen hat. Klaust du mal nicht dem seine Einnahmequelle? Das ist doch alles, was er hat. Er macht damit Geld mit seinen Bären. Ich habe aber kein Geld dabei und ich habe es nicht aus der Kiste genommen. Nein, aber du raubst den Leuten das. Ne. Du wirst es eh nicht verstehen. Da kannst du eher das Essen hier von deinem Drachenfuchs klauen. Hier war schon jemand, hat ganz viel kaputt gemacht. Hörst du mal auf? Shame. Böse Katze. Shame. Au. Die Mauer ist höher geworden irgendwie. Oh Gott. Und länger. Was zum... Wo führt die hin? Hallo? Oha, die haben die Mauer verändert. Oh. Oh nein, mein Pixel-Dings ist kaputt gegangen. Ich, hab noch eins. Oh Mann. Komm, laufen wir zum Wasser, da sind wir weitestgehend sicher. Vorsicht, da ist so ein Ding mit Wurf. Hallo. Spiel nicht mit dem Feuer, mein kleine Katze. Würde ich nie machen. Nee. Hast du an ein Boot gedacht? Nein, aber du hast bestimmt eins dabei, habe ich vorhin gesehen. Vielleicht. Los. Ich freue mich schon aufs Fräsi. Da fahren wir jetzt ernsthaft nur hin, weil du essen willst. Ist das traurig?
Das ist nicht traurig, das ist lecker. Vielleicht gibt's trauriges Essen. Wenn du es fressen darfst, bestimmt. Lässt du das hier stehen? Nein. Ich bin mal gespannt, wie viel die aufgebaut haben, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Da steht immer noch nichts. Haben die überhaupt irgendwas gebaut hier? Da ist und jeder. Immer guckst du in alle Kisten. Wann hörst du endlich mal auf damit? Sobald ich nicht mehr reingucken kann. Irgendwie haben die Felder noch nicht wieder bewirtschaftet. Da vorne ist der Mensch, der mir gesagt hat, ich soll da hinkommen. Ja, dann schwimm. Nein. Danke. Bitte. Du wolltest, dass ich nass werde. Aua. Verdammt, au. Selber schuld. Hallo. Wir begrüßen Sie bei uns in der Stadt. Wer sind wir? Dies hier ist die alte Handelsstadt. Hat die einen Namen? Verlassen und zerstört. Noch nicht. Heißt die alte Handelsstadt? Und wir warten noch auf Katze? Weitere Gäste. Katze. Da redet jemand mit uns. Das ist total unhöflich, in der Zeit an deren Bäume Früchte zu pflücken. Erst wenn man erwartet, noch mehr Fische zu bekommen. Oh ja, Fische bin ich gut. Finde ich gut. Ja, ja. Ihr erwartet noch mehr Gäste? Wer kommt denn noch hierher? Hauen noch Leute aus meiner Stadt ab, oder was? Ja... Der ist etwas anhänglich. Wer? Mein Hamster. Nein, ich habe gefragt, ob Leute anhänglich aus meiner Stadt noch gehen werden, um hier in der Stadt hinzuziehen. Das weiß ich nicht. Weil sie haben gesagt, sie erwarten noch neue Leute. Ja, ich habe gesagt, wir warten noch auf Gäste einer dritten Stadt. Moment, es kommt noch jemand? Wie wir warten? Auf was war... Du kannst Shame. Es nicht sein lassen. Shame. Für Sie haben wir aber auch ein Geschenk. Einen sehr seltenen Leopardenpelz. Was? Die haben eine Katze gekillt? Was soll sowas? Wow. Der fühlt sich weich an. Den werde ich in mein Schlafzimmer legen. Jetzt klingen Sie aber leicht böse. Das hat der Nein, Mann. Wieso? Das liegt an der Kehle. Ich finde das Ding toll. Dankeschön. Sie hatten gerade ein sehr starkes Kratzen in der Stimme. Ist es fort? Ja, wir hören okay. sich um Danke. Einiges besser. Unsere Gäste sollten eigentlich schon hier sein. Da hinten ist einer. Ist der das? Ist das dein Gast? Da? Da hinten da? Oder ist es einer ihrer Stadtbewohner? Wir können mal gucken. Könnten Sie bitte diese Stadt verlassen? Hier kennt sie keiner. Ja, hat er schnell gemacht. Finde ich gut. Was ist so ein Geier? Das kam auch unerwartet. Ist das nicht Ihr Gast gewesen? Ich dachte, das wäre der Gast, den Sie eingeladen hätten. Da ist er. Diese Person ist uns. Das ist auch eine bekannt. Katze. Hallo? Das war, soweit ich weiß, mal ein Bewohner dieser Stadt. Der das nicht war mein Haus, dass die anderen weggegangen sind. Die schreien mich jetzt mal nicht so an. Sind sie noch hier wohnhaft? Nein. Dann ist das wer ist das hier. Denn? Wie heißen sie? Emma Katze. Nein. Ja. Ach, der Herr Hammerkatze. Dann sind sie aber aus der neuen Handelsstadt? Über den Regen sagen. Da kann man um einiges besser bei Fische fangen.
Oh, wirklich? Shame. Ja. Sind ob Sie, sind, ob, ob Sie auch zur neuen Handelsstadt gehören? Nein. Ja, wozu gehören Sie dann? Ich habe liegen lassen. Oh. Vielleicht nimmt die alte Handelsstadt Sie ja auf. Nee, du, mit der empfangen wurde, nein. Ich wohne unterm Gericht. Das habe ich aber schon angeboten, aber er wollte. Ach so, und warum sind Sie dann hier? Ja, ich suche die Frau Titicaca, vielleicht ist sie hier. Ich suche die. Die ist nicht da. Ich glaube, Sie sind hier gerade nicht richtig. Gehen Sie mal wieder unter das Gericht und kommen morgen wieder. Gut, okay. Tschüss. Wenn Sie wollen, kann ich Sie aber in der Stadt rumführen, bis unsere Gäste da sind. Ja, machen Sie das mal gerne. Hier entsteht gerade ein Blockhaus vom Kernisch. Shame! Könnten Sie bitte aufhören, sich, der, wenn Sie aus derselben Stadt kommen, gegenseitig zu bekriegen? Die wirft mich mal mit blöden Tomaten ab, blöde Katze. Die sind gar nicht blöd. Der du bist blöd. Genannt. Also, ist jetzt runtergegangen? Hier wohnt also Herr Nisch, okay. Ja, das Haus ist noch im... Finger weg von den Kisten. Wurde erst angefangen. Finger weg von den Kisten. Angefangen. Es ist Ihre Stadt, Ihre Regeln. Ich gehe da nicht dran an die Kisten. Und wenn die Katze Scheiße macht, dürfen Sie sie gerne bestrafen. Könnten wir nun die Führung besser weiterführen? Euch fehlt eindeutig ein Wegesystem hier. Da ist noch ein Mensch. Ja, wir sind gerade erst die Häuser am Aufbauen, damit jeder auch an diesen regnerischen Tagen einen sicheren und warmen Ort hat. Wo ist ein Mensch? Und danach werden wir ein Wege- und Straßennetz. Einfach auch, danke für Resub. Mensch. Wo? Drei Monate, also dein zweiter Resub, drei Monate dabei. Dankeschön. Da sind zwei. Hallo. Sind das Ihre Gäste? Wir haben also den Weg gut hergefunden. Ja, war ein bisschen schlecht. Dank einigen Vorfällen. Das ist nicht sehr schön zu hören. Wieso korrespondieren Sie mit den Verrätern? Und es ist nicht bewusst, dass Sie jemals irgendetwas verraten haben und uns haben Sie auch nicht geschadet. Wer hat Ihnen denn geschadet? Müssen wir diese Unterhaltung wirklich hier draußen im Regen führen? Habt ihr denn keine... Nein, wir können gern zu mir ins Haus gehen. Da hinten rechts ist noch ein Mensch auf Ihren Feldern. Gehört er zu Ihnen? Das kann ich von hier nicht erkennen. Müsste ich nachgucken, wer das ist. Da. Ja, der gehört zu uns. Ja, der gehört zu unseren Gästen. Wie viele habt ihr eingeladen? Irgendwo müsste noch einer sein. Ja, wir sind überall und nirgends. Ich habe die Stimme von Herr Sora. Nein. Sicher? Ich meine, diese Stimme kommt mir bekannt vor, aber das Gesicht sieht so seltsam aus. Kann mich auch irren. Das Bier. Ja, ich bin gerade noch mehr Stühle am Holen. Ich soll mich jetzt ernsthaft mit denen an einen Tisch setzen. Wisst ihr, dass Herr Drachenfuchs vorhin bei mir war? Bleiben. Ja, das wissen wir. Dürfte ich die Herrschaften bitten, ein Stück zur Seite zu rücken, dass ich noch
Wo ist Frau Mia? Habt ihr sie mitgebracht? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, warum die im Regen hergekommen sind, sonst hätten wir den da gerochen. Riecht wie immer, oder? Jo. Was meinen Sie? Das wissen Sie genau. Wollen wir uns nun zusammensetzen? Ich wüsste nicht wieso, aber naja. Shame. Bitte, ein bisschen mehr Kontinenz. Also, ich habe gedacht, Sie wollen immer noch die Fische haben. Shame. Katze, ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Ding. Setz dich hin und sei lieb. Ich sitze. Herr Unichan, lang ist her, dass wir uns letztes Mal gesehen haben. Herr Sora, Sie brauchen Ihr Gesicht nicht dahinter verstecken, wie ich weiß, wer Sie sind. Auch nach 100 Jahren. Also gut. Also ist die Katze aus dem Sack. Sie waren so leicht zu erkennen an Ihren Stimmen, die glaube ich nicht, dass ich die vergesse. Den Geruch von dem, da rieche ich 50 Meilen gegen den Ohrfischi. Meine. Dir ist bewusst, dass du jetzt gleich ganz doll Shame bekommst? Ach, nimm da. Wer war das nochmal? Shame. Hör auf! Nun, wie gesagt, Herr Drachenfuchs war schon bei mir. Womit kann ich helfen? Ja, wegen Herrn Diamond King wollten wir nochmal reden. Ihr, okay, den könnt ihr ruhig umbringen. Okkult der Finsternis manipuliert werden. Nein, die helfen mir. Ich habe heute noch mit Herrn Diamond King und Herrn AMV darüber gesprochen. Nein, Herr AMV habe ich schon lange nicht gesehen, aber Herrn Diamond King habe ich heute darüber gesprochen, ob sie wissen, wer hinter dem Kult der Dunkelheit steckt. Da. Ich glaube, du hast dich gerade verplappert. Warum? Wir mitbekommen haben, hat den Angriff eben auf unsere Leute der Herr Diamond angeführt und nicht sie. Nun, eigentlich hat uns nur jemand davor gewarnt, dass da Leute hinter dem Gefängnis auf uns lauern würden. Und das war nicht Herr Diamond King, sondern einer der Damen. Und daraufhin wollten wir sie zur Rede stellen, aber naja. Sie sind ja lieber weggelaufen und haben uns bekämpft. Der Angriff tötet sie. Wer? Herr Diamond King. Das war bestimmt ein Versehen. Ich vertraue Herrn Diamond King. Herr Diamond King und Herr HMV leiten diese Stadt. Bevor wir überhaupt eine Waffe gezogen haben. Das ist der Feldarbeiter. Ah. Geht man ein, wenn der redet. Das ist der Feldarbeiter. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Der hat dir mal Essen gegeben, ne? Deswegen weißt du das. Jo. Also sie glauben, dass die beiden mich manipulieren. Also ich muss sagen, ich spreche für mich selber und kann jetzt nicht wirklich bestätigen, dass ich manipuliert werde in irgendeiner Art und Weise. Ja, nicht diese beiden die Preise in der Stadt kontrollieren? Nein. Wenn ich etwas dazu sagen dürfte, ich sag nur, der voreingenommener Angriff auf diese alte Handelsstadt, wo sie nur Gerüchte wussten. Und das nennen sie keine Manipulation. Die haben halt gesagt, wenn wir euch nicht angreifen, greift ihr uns an. Dann haben wir euch angegriffen. Das war doch keine Manipulation. Das war, Manipulation. Vorsorge. Ja, das ist, wir haben das gemacht. Wir wurden bedroht. Dann waren wir in der Unterzahl und dann haben die gesagt, dass die hier böse sind. Ja. Wurden denn bedroht? Die Hauptstadt ist also in Unterzahl. Nein, in unserer Verhandlung. Als wir hatten eigentlich einen Bodyguard dabei, aber der hat auf einmal zu denen gehört. Stimmt. Also ich glaube momentan bin ich hier in der Unterzahl, denn ich bin alleine. Aber auch wenn wir hier in unserer Stadt sind. Ja, aber sie greifen uns ja jetzt auch nicht an und sie haben ja auch nicht vor, die Stadt anzugreifen. Wir hatten aber Informationen zugespielt bekommen, dass die Handelsstadt unter Herrn Eichel LP sich zum Krieg rüstet.
Und das wollten wir verhindern. Wenn jemand aus ihrer Stadt zu uns kommen würde und uns in Angst erzählen würde, dass sie sich gegen einen Krieg gegen uns rüsten würden und wir sie zuerst angreifen würden, wie würden sie das empfinden? Als lustig. Allein unsere Stadtwachen würden sie umbringen. Eben, ihr hättet gar keine Chance. Wenn sie meint, wir haben Bogen und Pfeile. Wir brauchen nicht mal in die Nähe kommen. Ich brauche Beweise. Diese Behauptung, die alle aufstellen, die immer sagen, ja, du wirst manipuliert und nee. Ich werde mich nie wieder auf irgendwas einlassen, ohne dass es da irgendwelche handfesten Beweise gibt. Ich weiß, sie wollen Herrn Diamond King tot sehen. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Wohin mal sie auch diesen Auftrag her haben, wenn sie den nicht selber fingiert haben oder sich aus den Fingern gesaugt haben. Aber ohne einen Beweis, dass Herr Diamond King oder sonst wer mich versucht zu manipulieren und die Stadt hier irgendwie, also meine Stadt mir wegzunehmen, ohne einen Beweis, glaube ich gar nichts. Außerdem ist Herr Diamond King, habe ich heute noch mit ihm geredet, und er hat mir davon erzählt, dass er halt auch nicht weiß, wer hinter der dunklen Bruderschaft steckt. Jetzt weiß ich mehr als ihr, als er. Also. Woher soll er das auch wissen? Nun, ich einfach. Shane! Also mit diesem Tier hier am Tisch kann man sich kaum vernünftig unterhalten. Ja, die Katze ist halt ein bisschen anstrengend. Mir wurde gesagt, wenn ich mir das nächste Mal mit den Leuten von Drachenfuchs rede, dann sagen die mir, dass Tromia gut geht und ich sehe sie wieder. Die ist nicht hier, also seid ihr Lüger. Ganz einfache Geschichte. Es geht Tromia gut. Das kannst du mir doch erzählen, wie du möchtest. Wenn sie sich das nächste Mal bei ihnen treffen, nicht bei uns. Das ist nicht wahr. Habe ich Ihnen gesagt, wir haben Frau Mia und wir werden sie Ihnen zeigen. Stimmt, ja. Wir sind eigentlich hierher gekommen, nicht wegen denen, sondern wegen ihm. Er hat uns eingeladen. Aber die da vorne wollen jetzt mit uns reden und Herr Drachenfuchs kommt von denen da vorne. Ja, aber die da vorne wollen halt, dass wir Herrn Diamond King absetzen oder was weiß ich. Der ist unser oberster Förster und Herr HMV ist der Stadtverwalter. Ich kann doch nicht meine wichtigsten Leute aufgrund von Indizien, die ihr mir hier einfach, wo ihr einfach sagt, ja, der manipuliert euch. Deswegen soll ich, nee. Warum ist der Förster einer der wichtigsten Leute? Naja, weil bei uns die halbe Stadt aus Holz besteht eventuell. Aber es gibt doch noch genug andere Förster. Und außerdem ist die Mine anscheinend auch nicht ganz ohne, wenn das stimmt, was ihr sagt. Das heißt, ich kann doch keinem Menschen mehr in meiner Stadt trauen. Das ist im Prinzip die Meister der Stadt, die alle mir schaden wollen. Wer sagt denn eigentlich, dass die Stadt ihnen noch gehört? Ich und die Einwohner. Sie halten schließlich alle zu mir. Sind Sie sich sicher? Was soll denn jetzt? Sie nur auf Sie hören, wenn Herr Diamond King dabei ist. Oder Herr HMV? Ich habe eine Idee. Wenn das stimmt, was die sagen, dann würde in einer freien Wahl in unserer Stadt nur Herr Diamond King gewählt werden. Das ist meine Stadt. Oder mein Land, mein Grund. Alles meins. Das habe ich schon verstanden. Mimimi, meins, mimimi, schmeiß dich aus der Stadt. Mimimi, verstehe ich. Aber wenn Herr Diamond King wirklich böse ist, dann müssen wir rausfinden, ob er das ist. Ja, und das willst du mit einer Wahl machen. Und dann wählen alle den Herrn Diamond King. Und ich habe dann auf einmal keine Stadt mehr, oder was? Sie sind bei uns herzlich willkommen. Jederzeit. Auch mit ihrer Karte. Ich kriege ein riesengroßes Anwesen gebaut. Ja, von jemandem vom Förstereibetrieb. Der alte Mann ist viel zu alt, um böse zu sein. Der wohnt auch bei mir, der ist auch nett. Der wird mich gegen dich verteidigen, wenn du böse werden würdest. Aber ich glaube nicht. Manu. Und wegen Frau Mia, das geht zurzeit noch nicht. Da müssen wir erst noch Vorbereitungen treffen.
Was habt ihr ihr angetan? Welche Wunden also müssen heilen, damit wir denken, es wäre alles in Ordnung? Wir haben gar nichts angetan, aber wir können nicht einfach hier eine Stadt aufbauen. Unser Unterschlupf soll ja geheim bleiben. Und Frau Mia trägt an sich eine tragende Rolle. Sie ist aus freien Stücken bei uns. Hast du das gehört, Katze? Katze? Kann jeder behaupten. Aus meinem Schlafzimmer rausgehen. Also machen wir eine Wahlkatze, machen wir eine Wahl, wer der oberste Anführer der Stadt werden soll. Ja. Aber da müssten wir erstmal Herrn Diamond King fragen, ob er sich aufstellen lassen würde und der HMV. Wir können ja nicht einfach sagen, ihr dürft entscheiden zwischen mir und Herrn Diamond King. Na, wir können doch einfach nur uns beide zur Wahl stellen und wenn die Leute meinen, dass noch jemand anders nominiert sein muss, dann müssen wir die Wahl gar nicht durchführen. Ich glaube nicht, dass die Leute dich wollen. Das nicht. Dann müsstest du ja auch haushoch gewinnen. Die Stadt besteht zur Hälfte aus Katzen. Wie soll ich da gewinnen? Katzen werden Katzen wählen. Das ist nicht wahr. Katzen wählen nicht automatisch Katzen. Du musst die nur füttern. Ich gebe denen nichts ab. Außerdem geht es doch darum, dass wir sagen, dass wir uns zur Wahl stellen lassen. Und wenn dann auf einmal noch Herr Diamond King auch zur Wahl steht, weil viele Leute ihn vorschlagen, wissen wir, dass irgendwas nicht stimmen kann. Aber wie wollen wir ein Wahlsystem machen, was fälschungssicher ist? Mit Löchern. Herr Gott, das ist aber auch ein Weg. Oh, guten Tag. Ach, da ist er. Hallo. Hab einen ganz schönen Weg hierher. Ja. Hab schon gedacht, sie kommen nicht mehr. Bisschen unfähig, Herr Drachenfuchs. Wir haben im Keller von dir doch damals ein Loch gebuddelt, oder? Ja. Machen ein Loch, wo die Leute reinspringen, die mich wählen wollen, wo unten ein flauschiges Bettchen steht. Wir machen ein Loch, wo die Leute, die dich wählen wollen, reinspringen können, wo unten ein flauschiges Bettchen steht. Und dann machen wir ein Loch, wo die Leute Herrn Diamond King wählen können, falls er sich zur Wahl stellt, wo unten dann heißes Zeug ist. Hm. Die Idee könnte von uns sein. Ist aber eine leicht betrogene Wahl, weil sie bei ihnen beiden mit Geschenken locken. Ja, aber wieso? Glaubt uns nicht, die sollen Diamond doch einfach King nur beim Runterspringen nicht kaputt gehen. Dann müssten sie aber auch ein weiches Bett bei Herr Diamond King, falls sie sich zur Wahl stellt. Das ist kein Problem, bekommen die gerne und darüber ist dann heißes Zeug. Aber dadurch finden wir trotzdem nicht raus, wer hier in der Stadt, dass du es nicht sein lassen kannst. Ich empfehle Ihnen keine weiteren Tomaten. Ich muss darüber nachdenken. Also, ich würde es einfach mal genauer kontrollieren, was Herr Diamond King angeht. Das sagen Sie so einfach. Ich bin ja nicht unsichtbar. Wir kriegen unsere Informationen von der Hauptstadt. So oder so. Wir haben Spitzel in der Stadt. Das kann ich Ihnen sagen. Ihr seid nicht besonders helle, mit solchen Informationen an mich rauszurücken, oder? Das ist uns eigentlich egal. Ich hasse meine Stadt so sehr. Nur Betrüger. Sie wissen ja, wir kommen auch ungesehen in Ihre Stadt. Oder im ganzen Pulk und werden von unserer Stadtwache überrumpelt. Ja, der Plan war unausgereift. Auf einmal stand er am Gericht seit meinem letzten Besuch. Tja, da haben sie wohl nicht die besten Spitzel. Ah ja, das war dann... Das Gericht kontrollieren wir. Ja, wow. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde das mit Herrn Diamond King selbst in die Hand nehmen und mit Herrn HMV. Ich werde das auschecken. Ich weiß noch nicht wie, vielleicht mit einer Wahl oder ähnlichem. Wenn ihr handfeste Beweise habt, legt sie mir vor, bringt sie mir mit und wir können darüber reden. Aber auf Indizien lasse ich mich nicht mehr ein. Den Fehler habe ich einmal gemacht, als ich die Handelsstadt angegriffen habe. Und naja, einen Fehler macht man einmal und dann nie wieder. War der Plan, die Handelsstadt nicht anzugreifen, Herr Diamond King Idee? Und Herr HMVs Idee. Stimmt, das war das von Diamond King, die Idee. Und von Herrn, den aus der Mine. Ja.
Sally. Und der ist weit aufgestiegen. Der hat heute jemanden legitimiert umbringen dürfen. Nur weil dem Geld gefehlt hat. Warum durfte der eigentlich einfach weitermachen? Weil er die ganze Mine unter seiner Kontrolle hat. Deswegen darf er Leute umbringen. Weiß ich nicht. Eigentlich hätten wir da vielleicht nochmal... Aber solange keine Anzeige erhebt, können wir sowieso nichts machen. Ne? Ich denke, ich werde darüber nachdenken und werde schauen, was sich so ergibt. Hörst du jetzt mal auf, die Stühle zu klauen? Ich klaue die Stühle nicht. Was dann? Die kann er sich gerne mitnehmen. Wir haben mehr als genug. Wir hätten noch ein paar Stühle in einer anderen Vereinshabe. Da war jemand unfähig, diese Stühle herzustellen. Und da ich hier den Förstereibetrieb leite, will ich jetzt noch fliegenden Dackel jederzeit genug herstellen. Na gut. Aber ist es wirklich Not, einen Mord anzuzeigen? Die Tische würde ich Sie doch bitten, hier zu lassen. Hab keine Tische. Nein, die werden jetzt mitgenommen. Ich. Wir haben genug, dank dir. Stimmt. Ich gebe einen zurück. Ich hab die nicht. Katze, du bist unhöflich. Wir haben noch mehr Fische, falls sie auch alle da lassen. Die flinken Pfoten sind schneller wie meine. Ich hab 4. Ich hab gar keinen. Da fehlen noch 2 Stück. Einer hatte ihn doch zugeworfen. Sie müssten einen haben. Mir wurde keiner zugeworfen. Ich habe keinen. Okay. Da ist der Letzte. Was er alles für Fische macht. Na gut, ich weiß erstmal Bescheid. Danke für die Warnung. Ich werde das beobachten. Und wie kann ich Sie eigentlich erreichen, wenn was ist? Schreiben Sie an Ihrer Mauer ein Schild. Sie kommen täglich prüfen. Das ist auch gar nicht. An welcher Mauer? Außerhalb an Ihrer Mauer. Die werden Sie dann weiterhin kontaktieren. Aber wo außerhalb der Mauer? Die ist riesengroß. In der Nähe der Brücke zum Wiederauferstehungsort. Klar, dass jeder, der jetzt stirbt und direkt sieht, dass ich die dunkle Bruderschaft kontaktiere. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid echt nicht besonders schlau. Sie kann doch die Richtung wohnen. Dann platzieren Sie das Schild in meiner Mine unten. In Ihrer Mine, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Schon mal daran gedacht, wie wir da hinkommen, ohne gesehen zu werden? Nachdenken ist auch nicht deine Stärke, oder? Wie willst du an den Wir haben unsere Wege. Darf ich die jetzt zum Mann und Frau erklären? Die haben sich schon geküsst. Von mir aus. Der hat ihn gehauen. Oh krass. Das ist Ehestreit, das gehört dazu. Häusliche Gewalt in ihrer Stadt. Ihre Gesetze gelten nur in ihrer Stadt. Ich sehe es aber nicht ihre Stadt. Ich hab noch was für Sie. Was denn? Shame. Ach, wir gehen dann mal. Ich muss diese Katze wieder nach Hause bringen. Dankeschön für die Warnung und wie gesagt, wenn Sie was wissen, sagen Sie Bescheid. Katze? Shame. Sie sind hier beide. Jederzeit sehr willkommen. Ja. Also, danke. Sprechen wegen der Hand. Wir werden Sie bald wiedersehen. Und wir würden uns auch über ein Handelsabkommen sehr freuen. Ja, er meint eigentlich gegen die Handelsstadt. Das finde ich toll. Nun der denn. Du bringst einen ziemlich hässlichen Drachen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Weißt du, wie ich nach Hause, Katze? Ja. Ich hasse dieses. Ich bin halt einfach keine Katze. Kannst du auch du Bäume und Häuser hochklettern? Das hat mir mein Arzt verboten. Die Ausrede hätte ich jetzt auch genommen. Du hast auch mehr Ärzte. Bin ja auch der Stadtherr. Los. Was hältst du davon? Glaubst du wirklich, dass der Diamond King und der HMV mich und meine Stadt manipulieren? Wirklich?
Oder denkt sich diese Typen, die Mia entführt haben, das nur aus? Naja, wenn die Typen, die Mia entführt haben, wollen, dass Diamond King und der andere Mensch sterben, dann sterben die halt. Die geben uns kein Futter. Mir egal, wer da recht hat. Wer, aber... Ich kann halt bisher nicht sagen, dass das, was der Diamond King macht, irgendwie der Stadt schaden würde. Das tut es nämlich nicht. Kommst du dran? Sehr schön. Praktische Schule. Ja, das stimmt. Krieg ich ein. Nein. Fies. Gemein. Aber bist du dir sicher, dass wir Herr Diamond King überhaupt brauchen? Ja, natürlich. Er ist der oberste Förster in der Stadt. Na, ich meine, Herr Sora war mal der oberste Minenarbeiter und den haben wir auch auswechseln können. Ja, aber wen haben wir dann als Alternative? Herr Lewiscraft. Und wenn der Minenboss, Herr Ixali, auch noch geht, weil er auch diesem komischen Okkult dran gehört, dann haben wir auch keinen Minenchef mehr. Aber was natürlich nicht sein kann, ist, dass diese drei Personen die Preise dominieren und bestimmen in der Stadt. Vielleicht brauchen wir ein Schutzsystem, was Geld angeht, so maximal. Vielleicht müssen wir den Gebieten verbieten, ihre eigenen Sachen zu machen. Hier ist falsch. Ich glaube auch, dass hier falsch ist. Au. Erza. Klar. Oh, da geht's runter. Shame. Hast du gesehen, wie weit das Gasthaus schon ist? Voll beeindruckend. Das wurde frisch gebaut? Ja, also frisch. Er hat immer jeden Tag ein bisschen weitergebaut und muss sagen, oh, es steht nicht mehr im Bau. Gasthof. Hallo? Eine nach zwei Eisencoins. Hey, du kannst hier nicht das Haus durchsuchen. Katze, der Besitzer ist nicht da. Das ist nicht in Ordnung. Was machst du? Katze, hier gibt es bestimmt keine Kisten, die du durchsuchen kannst. Irgendwie ist dieses Haus auch noch sehr leer. Katze! Hier ist gar nichts. Irgendwie ist es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Der hat wahrscheinlich noch nicht. Ist noch nicht ganz fertig mit seinen Betten und so. Es ist nicht, wonach es aussieht. Shame! Du hast Katze beworfen. Das war laut. Sorry. Aber nur mein Geld ist wieder aufgetaucht. Und ah. Der hatte. Das weiß ich ja nicht. Ja, wie, aber es kann ja nicht einmal rein. Wieder der Security Test. Kannst du es mir mal zeigen? Tu es nicht. Das ist das Wertvollste, was ich besitze. Und meins, ich will das Ding auch gar nicht. Du kannst es behalten. Das komische, Herr Baloui, ich war bei Herrn Palle HD und hatte gesagt, dass ich die Menschen, die mir das zurückbringen, verschonen. Also in dem Punkt nicht anzeigen werde. Komischerweise, ein paar Minuten später war mein Geld wieder in meiner Kiste. Ja, aber es muss ja jemand sein, der anscheinend Zugriff zu ihrer Kiste hat. Richtig, deswegen habe ich die Kiste geändert und einen Code benutzt. Aber der Mensch hat doch gesagt, er hätte vorhin jemand umgebracht, deswegen.
Nein. Oh, die Tür ist jetzt nicht mehr da. Tut mir leid. Ich habe gesagt, ich habe gedroht, ihn umzubringen. Ach so, nur so getan, als ob. Ja, das ist richtig, aber das war eine Drohung. Das hat nicht funktioniert, aber Diplomatie hat funktioniert. Immerhin, ich bin ja froh, dass das Geld wieder aufgetaucht ist und wir da keine lange Sache rausmachen müssen. Trotzdem haben sie sich vielleicht versteckt und versucht, es heimlich rauszufinden. Ich habe es versucht, aber als ich dann weg war, ich war für eine Minute in der Stadt und auf einmal war mein Mitarbeiter wieder unten. Ich bin runter mit meinem Mitarbeiter zusammen, ich gucke in die Kiste, Geld ist wieder da. Tja, vielleicht sollten sie halt mal, was ihre Mitarbeiter geht, ein bisschen ein Auge aufhalten. Richtig, ich habe jetzt halt die Truhe gewechselt und das Geld in eine andere Truhe mit einem anderen Code rein. Na dann. Hallo? Was machen Sie mit dem armen Mann? Danke. Ich weiß nicht, was die Katze immer macht. Echt nicht, überhaupt nicht. Katze, ich habe was für dich. Hat aber ein Boot gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Guten Tag. Was wird das hier? Ich glaube, es soll ein Gasthaus werden. Ich glaube, das ist ja, Herr Nudel, dem das gehört. Das ist mein Gasthaus. Aber ich meine, warum versperren Sie den Eingang? Tun wir nicht. Also in dem Haus ist ja noch nicht so viel drin, ne? Also wir haben vorhin mal, also Katze ist rein und... Guten Tag. Und es sind, die Zimmer sind noch gar nicht fertig, also kein Mobiliar drin... Kein Bett und ja, so. Der ist direkt reingerannt und wollte wissen. Die kommt ja noch, die Tage. Ja, dann. Aber es sieht schon sehr schön aus. Danke. Da wünsche ich Ihnen viele Gäste. Ich glaube, hier Orange Kopf hier ist schon ein Gast. Wir müssen leider weiter. Kaum sind wir wieder in der Stadt, ist einer von den Leuten von denen da. Von wem? Ach so. Na, Herr Xali. Du meinst... Die sind wirklich überall. Die sind da nur zu dritt, oder? Und trotzdem sind die immer da. Du hast recht. Das ist schon seltsam. Das Haus schon immer da? Welches Haus? Wo? Was? Ja, nee, noch nicht so lang, aber das, also schon ein paar Tage, der Grundstock, ich glaube, den hat jemand fertig gebaut. Warte mal gucken. Genau, das ist das Stadtwachengebäude. Das steht schon ein paar Tage da. Aber da oben ist doch das Stadtwachengebäude. Nein, das gehört Leuten der Stadtwache. Das war nicht das Stadtwachengebäude. Dann habe ich immer versucht, einen davon auszu... ja, dann ist das cool. Was hast du mit denen gemacht, will ich's wissen, lieber nicht. Das wäre gleich die Stadtmauer zu Ende. Es ist egal, ob es hinter der Stadtmauer ist. Ich brauche nur so ein kleines Haus. Okay, gut, dann werde ich das machen. Okay, warte. Louis? Nee. Das ist aber wichtig. Alles ist wichtig. Ich weiß nicht, ob der Herr Diamondkind Ihnen das schon gesagt hat. Was denn? Das kann ich nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Geht es um... Naja, es gibt nur ein Thema, was Sie und Herr Diamondkind verbindet. Glauben Sie mir, ich habe mehr Informationen als Sie. Deutlich mehr. Das glaube ich nicht. Ich bin mir aber sehr sicher. Sind Sie da wirklich sicher? 2000%. Zahlen Sie den Anfangsbuchstabe von dem Thema? Mensch, geh raus aus der Stadt. Geh raus. Raus. Das Anfangsbuchstabe ist echt schwer. Raus. Ich kann Ihnen das sagen, es ist D. Ja, dann weiß ich mehr als Sie. Viel mehr. Der Typ mit dem orangen Kopf rennt uns immer noch hinterher. Nein,
Warum machst du das für ihn kaputt? Er wollte bestimmt was schreiben. Er hat vorhin mit mir geredet. Also kann er reden. Bedeutet, er wird irgendwas mit den Schildern machen. Benutzen Sie mal den V-Muskel. Er hat doch vorhin geredet. Wieso kann er jetzt nicht mehr reden? Ich bin hier aber gespannt, was da jetzt kommt. Und langsam ist er auch noch. Okay, dann kann man natürlich nicht mehr reden. Na gut, Katze, ich werde mich aber jetzt aufs Ohr hauen, glaube ich. In meinem neuen Schlafzimmer. Ich glaube, ich töte davon noch alle Menschen mit Halsschmerzen. Aber er hat gesagt, morgen kann er wieder. Fies. Ich gehe in mein Haus und du gehst in deinen Korb. Warum ist es denn wichtig, uns mit einem Schild zu jagen, um uns das mitzuteilen, wenn es wieder vorbeigeht? Das ist doch nicht wichtig, Mensch. Geh dich ertränken. Mach ich nicht mit. Dann gehe ich auch schlafen. Tschüss. Gute Nacht. Warte, wo ist mein Bett? Hier unten? Nein, mein Bett ist weg. Ah, da hat es da oben hingestellt. Stimmt ja. Also ich hoffe, sehr schön. Ich hoffe, mein Geschnarche stört sie nicht, wenn ich jetzt schlafen gehe. Nein, ich gehe jetzt sie, auch sie schlafen. Sie können in aller Ruhe weitermachen. Ich meine, die Ausgangssperre ist sowieso in 10 Minuten, also. Genau. Ich danke Ihnen vielmals. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Gleichfalls. Tschüss. Ach, viel passiert. Dunkle Bruderschaft. Diamond King und Herr HMV, die mich angeblich manipulieren sollen. Boah. Was kann man davon glauben, was nicht? Es ist einfach jeden Tag was Neues. Puh. Tja. Was zum... Wieso habe ich eine tanzende Spinne in meinem Garten? Gehört das dazu? Ah, sie hat... Vielleicht hat sie sich einfach unbeobachtet gefühlt. Na dann, bevor die Ausgangssperre in Kraft tritt, lege ich mich hin. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute im Stream. War wieder mega lustig. Svenja, ich verstehe auch nicht, was Eike geschrieben hat. Wir haben über eure neue Handelsstadt überhaupt nicht geredet. So, kein bisschen. Weiß nicht, warum Eike meint, wir würden euch irgendwie die Schuld geben oder euch schon wieder angreifen wollen. Nix. Über euch haben wir gar nicht geredet. Also nur über das, was passiert ist in der Vergangenheit. Da hat einer wahrscheinlich nur, ich sag mal, Stream-Ausschnitte mitbekommen. Ich werde jetzt schlafen gehen, also auch in echt, nicht nur im Spiel. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Nee, sehen kann ich heute nicht. Ja, morgen geht's weiter. Nee, morgen, ich weiß noch nicht, wie ich morgen streame oder übermorgen oder ich weiß noch nicht. Aber es gibt ja auf jeden Fall sonst immer Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Stream. Danke fürs dabei sein und vor allen Dingen, bleibt schön feurig, ne? Tschüss.